Hallo und guten Tag beim aktuellen ETC Tech Insider. Hier wird kompakt und praxisorientiert Wissen vermittelt, damit Sie bereit sind für die Herausforderungen im Joballtag. Immer aktuell und mit neuen Themen und Terminen unter www.etc.at/tech-insider. Geht's los? Geht los? Live-Schaltung? Okay. Ja. Boah. Ja, ich sag, schön, wunderschön, dass so viele Leute kommen sind, gell? Ja, schönen guten heute. Abend, ja? Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Oliver Schluger. Ist der erste Tech-Insider her, gell? Ja. Ich glaube, ja. Diesmal, normalerweise sind wir die ja, die Azure und Office 365 und so weiter machen. Diesmal haben wir uns ein ganz besonderes Thema rausgeklaubt, Windows 10 Enterprise Security. Und wie gewohnt, zusammen mit dem Christian Schindler haben wir uns überlegt, was wir Ihnen dort zeigen können. Und als Gusto haben wir einen ganz speziellen Gast, Microsoft himself, nämlich den Herrn Klaus Reiter von der Microsoft Österreich. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Hi. Klaus hat die wundervolle Aufgabe, uns heute bei diesem Thema ein wenig zu unterstützen. Und das heißt, er rät und wir schauen zu? Genau. Ja. Wir brauchen sozusagen irgendwie eine Bufferzone. Nein. Wir haben uns wirklich bemüht, was Gutes auf die Beine zu stellen. Klaus, magst du dir kurz vorstellen? Ja, mach. Nix. Gut, dann darf ich mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Klaus Reiter, ist schon gefallen. Ich bin bei der Microsoft im Partner-Sales-Team zuständig. Deswegen denke ich, wer mich die meisten nicht kennen. Ich arbeite eigentlich nur noch mit Partnern zusammen. Und meine Themen sind da Cloud-Infrastruktur, was eben so alles, was Azure, System Center, Operation Management Suite. Und ich mache auch die Enterprise Mobility Suite. Und so als Hobby betreibe ich auch noch das Windows 10. Deswegen mache ich heute den Windows 10-Teil für Sie. Gut. Da hätte ich gesagt, wir steigen ein. Wir haben ein gedrängtes Programm. Wir haben versucht, möglichst spitz zu bleiben, leiten das Ganze über ein brandaktuelles Thema her. EU, das ist ein Zungenbrecher, ja, Datenschutzgrundverordnung. Das ist sozusagen unsere Einstiegsdroge, warum wir uns für dieses Thema Enterprise Security entschieden haben. Dann reden wir ein bisschen über Microsofts Idee des Ganzen, der Security Graph, da wirst du uns dann ein bisschen unterstützen dabei. Dann kommen wir zum Kernthema, dem Windows 10 Enterprise Advanced Threat Protection. Was kann es, was tut es, wo ist der Mehrwert drinnen? Ersetzt es am Virenscanner? Ja, nein, was ist es überhaupt? Ja, wirklich eine gute Frage, wozu brauche ich es? Dann gehen wir, weil da ja Enterprise dabei steht, die Frage, muss ich jetzt wirklich Enterprise-Versionen kaufen oder geht es mit einer Professional-Version auch? Du hilfst uns dann auch ein bisschen. Jetzt geht. Ja. Und zum Schluss haben wir dann sozusagen, um das ganze Bild ein wenig abzurunden, das macht dann der Christian, die Windows Information Protection. Wirklich cooles Feature. Schauen wir uns dann auch live an. Also wir haben nur herein. Grüß Gott. Wir haben also doch bisschen was zusammengebracht. Ich schätze, wir werden brauchen. Es gibt keine Schätzungen, aber wir verschätzen uns eh immer. Ja, ist so. Ne? Aber je länger wir reden, umso hungriger werden wir. Das ist der Hunger treibt es voran. Ja, der Hunger treibt voran. Gut, dann steigen wir ein. EU-Datenschutzgrundverordnung. Was ist das? Ist das thematisiert bei euch, Unternehmern? Wisst ihr, dass da was kommt? Ja? Amen. Was ist denn da gegangen? Grundsätzlich ist die Änderung jetzt einmal da, dass ich weiß vom Gesundheitsbereich in Deutschland zum Beispiel, dass du mit dem BIS, in Bundesinformationssicherheitsabteilungen, die Notwendigkeit, dass du im Unternehmen jemanden benennen musst, wenn zum Beispiel sicherheitskritische Anfälle sind. Ne? Den Data Protection Officer. Ja, genau. Ist so die Weiterführung des Datenschutzgesetzes. Grundsätzlich ist es so, wir sind keine Juristen. Ja? Das sagen wir gleich dazu, wir können euch auch keine juristischen Antworten zu der Thematik liefern. Das ist sozusagen die Herleitung des Ganzen. Grundsätzlich ist es so, es ist eine Verordnung der EU,
Wir wissen wahrscheinlich, die Verordnung ist ins Land runter, wird umgesetzt, ist marktbezogen. Das heißt, auch wenn ein Amerikaner, muss kein EU-Bürger sein, wenn ein Amerikaner in der EU sich aufhält, zieht diese Regel auch für den Amerikaner. Und es dient in Wahrheit der Vereinheitlichung des Datenschutzes. So, ziehen wird das Ganze ab Mai 2018 und es betrifft so ziemlich jeden. Private Unternehmen, also AGs, GmbHs, andere öffentliche Stellen. Mai 2018, das kommt bald, ihr habt das Thema auch schon sehr früh organisiert, gell? Permanent ist bei euch ein heißes Thema, ja. Das Cloud Service Provider, trifft euch natürlich ganz hart. Ja. Was man vielleicht sagen sollte, es gibt im Mai noch eine Infoveranstaltung bei der Microsoft direkt mit einem Anwalt, mit einem Juristen, der das genau erklären kann. Ja. Ja. Also ist ein Thema, das wirklich jedes und Unternehmen. Auch weitere Webinars jetzt wieder von unserem obersten Chef, also ist auch jetzt irgendwann im Mai. Also es ist jetzt permanent, dieses Thema wird man jetzt eigentlich durchgehend beschossen. Wird durchgehend beschossen. Also ja. In Wahrheit geht es um die Verarbeitung. Weil du vielleicht noch gesagt hast, wann trifft es das? Also da gibt es jetzt auch schon, dass ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Also wenn ich mehr als 500 User selber habe, trifft es mich. Und wenn ich kleiner bin, wenn ich mehr als 5000 Kundendaten habe, dann bin ich da dabei. Bin ich voll dabei, ja. Genau, das sind einmal so die Rahmendinger. Wenn ich da in die zwei raus der Neue falle, trifft es mich. Klicken wir weiter. Das ist gut, dass du das angesprochen hast, denn ein extrem wichtiger Eckpunkt, das ist eben diese Schaffung von Transparenz. Also wir haben es versucht, möglichst kompakt aus Sicht von einem Dealer zusammenzustellen. Ja. Es geht um die Personal Privacy, dahinter verbirgt sich eben das Recht auf Beauskunftung. Das ist nein, das haben wir jetzt auch schon. Ja. Auf Korrektur, das Recht auf Löschung. Und es geht aber in Wahrheit auch darum, wie werden meine Daten weiterverarbeitet. Beispiel LinkedIn, ja, ich weiß nicht, ob ihr LinkedIn kennt, ob ihr mit dem arbeitet. LinkedIn müsst ihr dann darlegen, wie aufgrund eurer Daten, die ihr dort eintippt, Jobempfehlungen ausgesprochen werden. Aber wie passiert das? Was wird da verglichen? Wie wird das analysiert? Was ist sozusagen das maschinelle Verarbeiten? Wie funktioniert das? Man müsste euch nämlich vorher beauskunft und nicht dann erst auf Anfrage euch diese Antwort geben. Ein zweiter wichtiger Eckpunkt, das ist dieses Privacy by Design. Es ist jetzt eher eine konzeptionelle Sache, dass man von Beginn an den Datenschutz in den Mittelpunkt stellt, sowohl auf technischer als auch auf organisatorischer Ebene. Und deswegen auch rot gekennzeichnet etwas, was das wird dann spannend werden, dieses Thema, nämlich die Data Breach Notification, die ich bei der Aufsichtsbehörde einbringen muss, und zwar innerhalb von 72 Stunden, nachdem ein Leakage aufgetreten ist. Also in dem Augenblick, wo mir bekannt wird, dass es zu einer möglichen Verletzung des personenbezogenen Datenschutzes gekommen ist, bin ich verpflichtet, die Aufsichtskommission innerhalb von 72 Stunden darüber in Kenntnis zu setzen. Und das ist ein Zielleiter von Na, selbstverständlich. Naja, IT-Leiter stimmt jetzt ganz, das ist der DPO. Ne? Ja. Was auch wichtig ist, ich brauche eine explizite Zustimmung, also dass dann irgendwo in den AGBs rechts unten rein friemeln, Schriftgröße 4 Punkt, ja, ist auch nicht mehr möglich oder darf auch nicht mehr passieren. Und von Beginn an, ich habe es jetzt nicht rot gemacht, aber dieses Thema des Loggings, des Protokollierens, ja, Zugriffe auf personenbezogene Daten müssen protokolliert werden. Das heißt, auch lesende Zugriffe. Wer hat wann was gelesen, was mit dem Herrn Oliver Schluger zu tun hat? Was ist personenbezogen? Naja, alles, was mir als Person identifiziert. Nicht nur Vorname, Nachname, Sozialversicherungsnummer, kann auch eine Schuhgröße sein. Schulnoten. Alles, was mich als Person identifiziert, fällt in diese Thematik hinein. Wir haben gerade gesagt, Transparenzschaffung, das hätte sie jetzt ganz stark mit euren Webinars dabei. Eben natürlich, klar, wenn jetzt nehmen wir hier Office 365, wenn ich es verwende. No, na, sind personenbezogene Daten bei euch gespeichert? Jo, na. Ja, deswegen ist das sicherlich etwas, wo ihr sehr viel investiert, oder? Ja, das ist alles, was man im Trust and Security and Compliance Center findet, was alle Dokumentationen, nach welchen Richtlinien wir zertifiziert sind. Und ich kann als Kunde das von da auch abfragen, dass das passiert, wer das macht. Und das läuft da alles in dem Thema zusammen. Ja. Das Blöde an dieser Verordnung ist, sie sagen dir zwar, was du machen musst, aber nicht wie. Ja? Wo hat das jetzt eine Auswirkung? Na, stellt euch vor, ihr verwendet Dynamics. Ja? Ihr habt das im normalen
Geschäftsprozessablauf, schreibst eine Rechnung, ja, klar brauche ich, Dienstleistung erbringen, schreibe eine Rechnung, die wird abgeschickt und irgendwann kommt der Kunde drauf, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Daten dabei echt gespeichert werden und sagt, ich würde jetzt gerne löschen. Das haben wir natürlich ein Problem. Ne? Du hast auf der einen Seite, dass du es löschen musst, es gibt die Verordnung dazu, auf der anderen Seite habe ich aber auch die Pflicht, etwas 7 Jahre aufzubehalten. Vollkommen richtig. Ja? Da geht es jetzt halt darum, weil aus einem Backup was rauszukriegen, ja, aus einem Warm-Medium, das schaue ich mir an, wie das technisch geht. Ja, gar keine Chance, de facto. Ja, das heißt, ich muss also darstellen, selbst wenn du die Löschung gerne hättest, werden deine Daten aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen 7 Jahre, 10 Jahre, whatever, aufbehalten. Punkt. Ja, das ist so. Das heißt, die Verordnung gibt mir nur Rahmenbedingungen vor, Leitplanken, in denen ich mich bewegen muss. Sie sagt aber nicht, wie ich es technisch zum Umsetzen habe. Ich bin gespannt auf die ersten Judikaturen, ja, wo es dann wirklich darum geht, wenn ein Herr Sachverständiger, ja, dann zum Rate gezogen wird, wo es dann heißt, ja, passt das jetzt oder passt das nicht, weil, und das ist jetzt der Knackpunkt, es sind exorbitante Strafandrohungen. Ja? Euch würde es ganz gewaltig treffen. Es sind 4% oder mindestens 20 Millionen. Aber da geht es um einen Breach. Da geht es um einen Breach. Wie gesagt, das ist ein Löschen von den Daten. Ich gesagt, da wird noch länger diskutiert, weil ja, es ist eh mit Technik, aber es kann eventuell rauskommen, dass auf das Backup Restore nur noch bestimmte oder Prozesse, genau, dass dann auch nur Leute zugreifen. Also man weiß es noch nicht, wie das technisch ist, aber das geht technisch nicht. Es wird vielleicht auch einen Prozess geben. Das wirklich, genau, teure ist der Breach und der Breach ist da jetzt nicht getroffen. Das ist da nicht getroffen. Zu guter Letzt, das ist das, was du gesagt hast. Ja, was ganz wichtig ist, ist sicherlich in den meisten größeren Unternehmungen, sage ich jetzt ein Thema, wer sozusagen als personelle genannte Instanz für den Datenschutz verantwortlich ist. Also soweit ich jetzt informiert bin, muss da auf der Homepage stehen, er muss erreichbar sein, es muss eine Person sein, es darf keine Gruppe von Personen sein, also so irgendwie, wie gesagt, ich bin kein Jurist, vielleicht kriegen wir mal einen Juristen zu dieser Thematik, sind am Aufbereiten, so im September, probieren wir es einmal, vielleicht lässt sich jemand dazu überzeugen. Aber es ist nicht so ohne, das ist dann der Data Protection Officer, der dafür verantwortlich zeichnet. So. Das ist aber im Prinzip der Datenschutzbeauftragte in erweiterter Form. In erweiterten Form, vollkommen richtig. So. Das sind also die Punkte, die es gilt zu erfüllen. Was wäre jetzt so der Vorschlag, wie man das macht? Ja, ganz einfach, würde man jetzt meinen, ich versuche mal drauf zu kommen, das ist jetzt aus unternehmerischer Sicht oder auch als Dienstleister, vielleicht tun sich da neue Geschäftsmodelle auf, ja, einmal drauf zu kommen, welche Daten werden überhaupt verarbeitet, ja, was ist da für Anlassfall dahinter, beziehungsweise wo wird das Ganze gespeichert. Dann, wenn ich das weiß, kann ich mir ja überlegen, ja, wie ich das mit dem Zugriff mache, weil wir haben gehört, personenbezogene Daten, auch die lesenden Zugriffe müssen protokolliert werden. Ich muss sie schützen, ja, da fallen da so Sachen rein wie Segregation of Duties, ja, dass man das ein bisschen teilt, wer darf Daten lesen, wer darf Daten zurücksichern, das haben wir wieder bei der Rücksicherungsthematik drinnen. Dann geht es weiter in die Richtung Datenschutz. Was gibt es da für technische Implementierungen? Überhaupt, dass ich drauf komme, dass ich einen Breach gehabt habe, ja, weil wir werden dann eh sehen, es gibt so eine wunderschöne Zahl, dass manche Attacken erst nach 200, 300 Tagen entdeckt werden und so weiter, dazu später ein bisschen mehr. Kann man natürlich im Vorfeld versuchen, das Ganze irgendwie präventiv sozusagen zu bekämpfen. Ich muss es erkennen können und natürlich angemessen darauf reagieren, was das dann technisch auch immer bedeutet. 4 und 5, ganz wichtig, der Punkt der Dokumentation, da seid ihr ganz weit von dabei. Aufzeichnung gibt es im Office 365, gibt es ja auch so eine Funktionalität, wo man in den Prozess bei euch eingreifen kann. Wie heißt das Ding? Du meinst die Lockbox? Ja, die Customer Lockbox, glaube ich, heißt es. Customer Lockbox, wo sozusagen in den Support-Prozess von der Microsoft ich als Customer eingreifen, zustimmen oder nicht zustimmen, glaube ich. Korrekt. Ja? Also bevor der. Wenn es da einen Support-Case gibt und der Microsoft-Mitarbeiter müsste auf die Daten zugreifen, gibt es noch mehr einen Schritt, dass der Kunde wirklich selber sagen wird, ja, der darf. Und erst dann kann der wirklich darauf zugreifen. Also da ist noch mehr ein Schritt drin. Ich weiß als Kunde, das passiert. Das passiert. Und wir haben ja damit auch schon gespielt, das letzte Mal im letzten Tech-Insider, glaube ich, mit Just Enough Administration. Just Enough Administration, Just in Time Administration. Genau. Haben wir auch schon recht coole Sachen gesehen, wie das technisch möglich wäre. Zu guter Letzt, ja, das große Thema alles rund um Compliance, und da seid ihr auch ganz weit vorne dabei, weil ja ihr bemüht seid, sozusagen den Compliance-Richtlinien Einhalt
zu gebieten, mit Zertifizierung, mit Reviews, mit Pentests und was es alles gibt. Und es gibt ein offizielles Support Statement, dass wir, also wenn das im Mai da ist, dass wir auch alles supporten, was noch fehlt. Wir haben das meiste heute schon, aber wie gesagt, wir werden alles supporten in unserer Cloud, damit wir die Datenschutzgrundverordnung erfüllt. Ich glaube, ich habe eine Zahl im Kopf. Es hat eine Studie gegeben im November 2016, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, dass nur 2% aller Cloud-Dienstanbieter heute in der Lage wären, diese Datenschutzgrundverordnung zu erfüllen. So irgendwie, aber das gehört, glaube ich, schon relativ weit von dabei. Aber auch Amazon, um mal was anderes zu nennen. Aber bei weitem nicht. Ist so. Das ist Vendor-Neutralität. Ja, Vendor-Neutralität. Okay. Aber wie gesagt, die Steppen gibt es, also wir werden es alles erfüllen, was noch fehlt. So, also das wäre sozusagen die Herleitung der Thematik, auf die wir uns jetzt stürzen wollen. Einfach zu wissen, ja, da kommt was. Wir wissen zwar nicht genau wie, das ist auch in vielen Firmen, wird das jetzt diskutiert. Rechtsanwälte werden eingeschalten, die sagen natürlich Standard, einfach das kommt drauf an. Ja, also, das sagen doch wir Consultants immer, oder? Nein, wir analysieren und beraten. Ja, wir versuchen konkrete Anweisungen zu geben. Deswegen haben wir uns überlegt, also das wäre so der Einstieg in diese Thematik, jetzt kommen wir so ein bisschen in Richtung, wie wäre so eine technische Implementierung möglich, und da möchten wir euch den Microsoft Security Graph vorstellen, oder zumindest den Microsoft Security Stack. Und da würde ich dich bitten, dass du uns ein bisschen was dazu erzählst. Gut. Wie gesagt, weil der Begriff Security Graph, ich denke, es wird nicht jedem ein Begriff sein. Gibt es jetzt schon länger, was heißt das? Die Microsoft, das heißt, also wir betreiben ja selber jede Menge Rechenzentren. Da gehört jetzt neu, wir sprechen von Sensordaten aus Office 365. Da gehört zum Beispiel neu, ich habe jetzt leider die Zahlen vergessen, ich glaube 1 Milliarde Mails scannen wir, oder es ist sogar noch höher. Wir haben Authentications im Azure AD, diese Sensoren, alles was über Windows Update passiert, was über Windows Clients, Telemetriedaten reinkommt, über Xbox, über Hotmail, also alle diese Daten haben wir Sensoren und wissen eigentlich, wo Angriffe draußen passieren. Zusätzlich gibt es noch die Microsoft Digital Crime Unit, die sich wirklich eben mit so Verbrechen und dann, wenn also Angriffe passiert sind, das zu reverse-engineeren. Auch diese Sachen kommen rein. Dann gibt es das Microsoft Defender Resource Center, wo es unser Virenscanner natürlich ist. Auch dieses Team liefert rein. Wir arbeiten auch mit Serperti-Herstellern zusammen. Also wer sich mit Office beschäftigt, also Office, wenn man halt Office Exchange Online Protection hat, laufen 3 Virenscanner drin. 2 davon sind eben nicht von der Microsoft. Auch diese Sachen laufen rein. Wir werden es nachher noch hören im ATP. Wir kaufen teilweise Sachen zu. Und aus diesen Informationen befüttern wir diese weiteren Produkte, was wir da jetzt so alles sehen. Fangen wir mal unten an. Die Advanced Threat Analytics, weil es da schon schön in der Burg drin ist, das hat sich auch einer was gedachtet. Das ist das Produkt, das wo ich mir heute on-premise installiere. Das hat bis dato nicht wirklich einen Cloud Connects. Das läuft on-premise und das Thema ist, wir wollen nachschauen, ob meine AD-User angegriffen werden. Also das Tool kennt 20 Hacker-Attacken, plus es lernt wirklich den User, wie das User-Verhalten ist, und wenn der User auf einmal Sachen tut, die er nicht mehr tut, und das zeugt er meistens dann von einem Angriff, dass der gehackt ist, das wäre der ATP. ATA. Du sprichst von Pass-the-Hash zum Beispiel. Genau. Also da geht es wirklich um, ich stelle euch vor, ihr seid nur in Österreich und eine Firma gibt es nur in Österreich, so mit 2 Niederlassungen, ja, und der Oliver meldet sich halt immer im Zeitraum von 7 bis 9 in Österreich an, und irgendwann meldet er sich gleichzeitig in Singapur an, weil er dort eine 2 Niederlassung hat. Das Ding kommt da drauf. Ja. Also, wie gesagt, es sind sehr viel mehr Attacken und wie gesagt, wie sie User verhalten. Wo ich gesagt habe, das ist ja on-premise, es lebt natürlich auch von Security Graph, dieses Produkt wird auch immer alle 2-3 Monate gibt es neue Versionen, also wenn neue Techniken zustande kommen, wird das in dem eingespielt, und mittellangfristig wird es auch eine Connection geben, dass man noch schneller ist. Wie gesagt, nochmal, das Thema, auch jetzt, wenn man in allen anderen spricht, es geht um User Behavior Analytics. Das ist heute das Thema, und da brauchst du Machine Learning Geschichten, und das kannst du heute nur über Cloud-Dienste abdiensten. Das kann ein On-Premise-Produkt nicht mehr machen. Du meinst verhaltensbasierte Analyse. Genau. Dann haben wir eben hier die Azure Information Protection. Hat 2 Komponenten. Die eine Komponente ist Classifying und Labeling, und das ist genau das
als der erste Punkt, was vorher bei der Datenschutzgrundverordnung drin gestanden ist, du musst ja deine Sachen klassifizieren. Das wäre ein Teil, was die Information Protection machen kann. Da habe ich einfach, das klingt sich heute momentan noch in, also ins Office on Desktop ein, wird aber dann später für alle Office-Versionen kommen. Dann hat der User All Machines Label, dann kann er schon draufklicken oder als Admin gebe ich ihm normalerweise schon mal ein Grundlabel vor, dann ist er mal klassifiziert. Und wenn ich dann eben noch weiteres brauche, haben wir ja vorher gesehen, ob das es vielleicht Austausch oder sicher muss, dann ist Azure Rights Management, unter dem Namen werden es vielleicht die meisten kennen, also da geht es dann wirklich das Dokument zum Verschlüsseln. Das Schöne ist, das hängt halt an Azure AD dran. Warum ist das interessant? Weil dadurch habe ich die Möglichkeit, mit jedem Kunden der Welt auszutauschen, was früher mit der On-Premise-Variante nicht wirklich gegangen ist. Dann haben wir B2B, das ist eben das Neueste, wenn halt, wenn Sie heute Kunden oder Partner haben, die halt auch ein Azure AD hat, kann ich die heute mit B2B einfach einladen. Das heißt, ich kann jetzt wirklich, sage ich, ich habe User berechtige aus einer anderen Firma bei mir und ich brauche mich nicht um die Userverwaltung kümmern, weil das will ich nicht, weil ich weiß ja nicht, was beim anderen Partner, ob da ein User da dazu kommt. Das wäre B2B. Dann machen wir da weiter mit Office 365, da steht jetzt eh schon in Klammer ATP, das ist die Advanced Threat Protection von Office. Wir reden nämlich nachher nochmal von der Windows Defender Advanced Threat Protection. Also wir reden, das macht Microsoft neuerdings gern, dass wir ATP halt zweimal haben und das ist zweimal komplett verschiedene Sachen. Deswegen rede ich nochmal ganz kurz drüber, Office ATP ist das Thema, wenn der Kunde das bei uns lizenziert hat, dann kommt das Mail daher. Wenn das Mail Links drin hat, schauen wir die Links an. Die Links werden ausgetauscht. Im Mails kriegt er dann ein ganz anderes Link. Das geht dann gegen den Service und wenn er es aufmacht, zu dem Zeit wird nochmal nachgeschaut, ob in dem Link wirklich was Böses oder nicht ist. Das Sandboxing kommt jetzt. Wenn jetzt ein Attachment drin ist, dann wird das Attachment wirklich in ein Sandboxing-Verfahren analysiert von uns, wird reingeschaut, ob da irgendwas drin ist, dass der Code ausgeführt wird, dann wird es geblockt. Das ist Office ATP und das ist sicher eins der Sachen, wo bei der Microsoft oder jetzt am meisten benutzt wird. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema und mittelfristig wandert das auch zu Office runter, dass das in Office integriert ist, dass Links und solche Sachen hier auch verwendet werden können. Jetzt steht da nur die Cloud App Security drin. Vielleicht noch ein Punkt von der Strategie. Wir waren jetzt schon bei den Dokumenten, aber unsere Strategie ist eigentlich, das Wichtigste ist der Identity-Schutz. Weil es nützt mir nichts, wenn ich jetzt super mein Dokument verschlüssel, wenn ich aber die Identität von dem klaue, der wo das aufmachen darf, dann ist die Verschlüsselung eigentlich sinnlos. Deswegen ist eigentlich das Wichtigste die Identity Protection. Und eins der Themen, warum die Cloud App Security, die würde ich jetzt machen, weil du hast das gesagt, es gibt tatsächlich auch noch andere Cloud-Anbieter, wie Google, es gibt Dropbox, also da gibt es 7 Stück, das ist Dropbox, Box, Amazon, Salesforce, was habe ich noch vergessen? Und ein paar andere. Und 2, 3 andere. So, da reden wir von 7 Stück, wenn Sie als Firma das zur Verfügung stellen für Ihre User. Dann wäre Cloud App Security interessant, weil wir dann Folgendes machen. Wir schauen dann genauso nach, ob die User auf diesen Tenants angegriffen werden. Also wenn der also in Dropbox, wenn jetzt einer versucht, den Dropbox-Account zu hacken, dann würde die Cloud App Security da Ihnen sagen, hey, die Identität wird auf diese Weise angegriffen. Also da zeigen wir die Identität für andere auch mit rein. Ich glaube, das andere führt dann schon zu weit. Es hat noch eine weitere Geschichte, da geht es dann um Compliance. Die Cloud App Security, und das würde auch wieder für Office 365 gehen, dass Sie zum Beispiel sagen, Sie haben jetzt in der Information Protection definiert, das ist eine Rechnung. Als Beispiel, als Label. Und jetzt geht jemand her, geht auf sein OneDrive für Business und shared das für irgendjemand anonym. Und dann könnte die Cloud App Security rübergehen und sagt, hey, da ist eine Folderrechnung, da der man nichts anonymisiert, irgendjemand freigeben, also oder Angebot war vielleicht noch besser, dann würde der hergehen, alert und würde es eventuell sogar zurücksetzen. Und das wird mittelfristig oder auch immer mehr verknüpft mit der Reizmanagement, dass es vielleicht sogar automatisiert verschlüsselt. Da bieten euch ja die Anbieter wie Dropbox eine Schnittstelle an, oder? Da wird die Dropbox-Admin-Schnittstelle verwendet, genau. Deswegen, das ist manchmal immer, ich muss als Admin wirklich Zugang haben, es kann nicht jeder, wenn einer privat Dropbox findet, geht es natürlich nicht, weil es hätte nur eine dritte Komponente drin, sie könnten ihren Netzwerk-Traffic scannen lassen und es würden ein Report bekommen, welche Software- oder Service-Applikationen in Ihrer Firma verwendet werden. Mit einem
Scoring, ist die jetzt kritisch oder sollte was tun? Dann haben wir eben Azure AD in der Mitte, da stehen jetzt ein paar so Sachen drin wie Multifactor, Conditional Access, also von der Zentrale her ist Azure AD eigentlich das zentrale Tool oder von der Microsoft. Wie gesagt, ich denke, jeder wird es wissen, also es gibt dann auch die Tools mit AD Connect, dass ich meine klassischen On-Premise User damit synke, also der User hat im Endeffekt nachher ein Username, ein Passwort ist vielleicht jetzt nicht mehr so richtig zusammen, sondern Identität, weil Passwort wollen wir ja eigentlich nicht mehr, das werden wir heute hören, aber der muss ja seinen einen Namen merken und hat dann Multifaktor oder sonstiges und meldet sie an seinem On-Premise so, er meldet sie mit den Cloud-Services an. Dann haben wir noch hier im Stehen Intune mit MDM, also das ist unsere Management-Lösung für Devices oder es geht aber auch immer Richtung mehr in Windows 10 Clients. Wie gesagt, jeder Windows 10 Client. Sei mal heute bei dir, gell? Du hast MDM. Genau, das ist eben genau der Punkt von der Strategie her, wenn Sie halt sagen, Sie haben User, die nie in die Firma kommen, Hauptbank-User, die unterwegs sind, kann ich heute auch am Windows 10 PC mit MDM und Intune machen. MAM. Da sind wir wieder mehr in der Datenschutzgrundverordnung drin. Das wäre die Microsoft Application Management, was halt primär jetzt im Office geht. Es gibt zwei, drei Third-Party, die das auch unterstützen. Da wird es dann gehen, dass Sie auf einem Mobile-Device, Sie kriegen eine Mail, wollen was in Facebook kopieren, dann wird es einfach nicht gehen, weil Sie es nicht erlauben, sondern Sie müssen genau in diesen Managed-App machen. Aber das zeigt, was ich heute gesehen habe. Das Pardonstück in der Windows-Welt ist die Windows Information Protection. Ist genau das Gleiche. Das ist halt vom Betriebssystem ein bisschen unterschiedlich. Dann haben wir eben die Virenscanner. Wie gesagt, da kommt natürlich auch wieder die Definition Files passen da zusammen. Und eben die Advanced Threat Protection, die wir uns ja dann nachher live anschauen. Das ist ja ein reiner Cloud-Service, der kommt eben auch mit diesen Daten aus dem Security-Graph, wird das bestückt. Da gibt es viele Tech-Insiders, die jetzt da aufgeschaut, gell? Ja, ja, wie gesagt, da gibt es sicher noch mehr, aber wie gesagt, das sind einmal die wichtigsten Sachen. Also wie gesagt, unsere Strategie von den Produkten, vom Client über das Betriebssystem zu Office 365 bis zu Azure ist jetzt durchgehend da. Also wir haben eigentlich, können heute sagen, wir können eigentlich fast alles sicher machen. Gut, danke. Wir konzentrieren uns jetzt auf ATB. Ist jetzt im Umfeld von Windows 10 bekannt? Weiß jemand, was Advanced Threat Protection in Bezug auf Windows 10 kann, nicht kann? Als Newbies. Okay. Also Windows 10 hat ja jetzt ein paar interessante Sicherheitsfeatures. Kurz erwähnt, Windows Hello. Da geht's um. Was macht Windows Hello? Anmeldefunktionalität. Windows das ist nicht nur die Kamera, die ich anschaue und die mich anmelde. Genau. Das ist mehr. Viel mehr biometrisches Anmeldeverfahren. Verwendet es wer? Ja. Ja? Ja? Im Firmenumfeld da? Ja? Defender, auch bekannt. Was ist das? Virenschutzlösung. Device und Credential Guard, schon gehört? Gehört vielleicht, wenn es ein Kurs war von uns? Bitte? Dass man keine USB-Sticks kann. Device Guard ist auch für USB-Sticks, ja, ja, unter anderem, ja. Ja, kommen wir kurz dann noch darauf zu sprechen, wie die zwei Sachen zusammenspielen. Aber BitLocker ist klar, gibt es ja schon länger jetzt. Windows Information Protection schauen wir uns noch an. Shielded VMs? Gehört. VMs, BitLocker mehr oder weniger, ja, unter anderem. Und da haben wir eh schon einen Tech-Insider darüber gemacht, Just Enough Administration und Just In Time Administration, das heißt, ich kriege Support. Zugriffsticket nur für eine bestimmte Zeit dauert, dass ich einen Rechner administrieren darf. Braucht die Microsoft in der Cloud? Ja. Sonst kann ich ja solche Support-Fälle gar nicht abwickeln. Das ist im Prinzip das, was der Klaus auch vorher erwähnt hat, ja, wo der Kunde zustimmen muss, dass genau, er Berechtigung hat, und dann kriegt er nur die Rechte, die er braucht, für den Zeitraum, die er braucht. Ja. Genau. Und es ist protokolliert, gut, das ist ein anderes Thema, aber es fällt alles da rein. Ja, Windows 10 Enterprise. Wording ist jetzt wichtig, bitte. Ja. Boundary of Trust. Wie spielt das jetzt alles im very sophisticated Ansatz zusammen? Ihr braucht Hardware, die es kann. Ja, also wenn ihr mit Device oder mit Credential Guard arbeiten wollt, braucht ihr Hardware, die es kann. So, also das MacBook, wo ihr Windows 10 drauf installiert, im weiß ich nicht, wie der Modus heißt, glaube ich nicht, dass das geht. Hast du schon eins, Christian? Bootcamp. Bootcamp? Kann deins?
Was meinst du? Ja. Hättest du DBM 2.0? Ja. Ja? Wobei, du musst jetzt auch nochmal unterscheiden, von was wir genau reden. Du kannst einen Credential Guard fahren, sobald der Hypervisor Layer da ist. Also, und wie gesagt, das ist verpflichtend für dieses Feature. Sind wir so schlecht. Er hat schon Hunger. So, und wie gesagt, da sollte heute kein Problem sein, weil alle Notebooks oder Hardware, die letzten 2-3 Jahre drin sind, kann ich das normal im BIOS aktivieren. Geht dann. Wenn ich dann die volle Security haben will, dann brauche ich einen DPM-Chip. Ja. Es geht ohne den, aber gesagt, wenn ich einen DPM-Chip habe, dann ist es noch sicherer, weil dann schreibt es in DPM-Chip noch sicherer. Sicherer. Genau. Also in Wahrheit geht es darum, dass bestimmte Systemprozesse Docker, wir haben ja glaube ich schon mal einen Tech-Insider zum Thema Docker gehabt, also in einem Container drinnen laufen und dass nur bestimmte Schnittstellen nach außen hin freigegeben werden, sodass Attacken auf, nehmen wir ja die Elsass, das ist das Wichtigste in der Microsoft-Welt zur Authentifizierung, ja, das heißt, wenn ich mir anmelde, dass sozusagen die Elsass nicht penetriert werden kann, die läuft dann in einer quasi virtuellen Maschine, ja, die sich nach außen hin vollkommen abschottet. Es ist im Moment nur die Elsass. Nicht nur. Im Moment ist es nur die Elsass im Secure-Kernel. Und wir reden nicht mehr von virtuellen Maschinen, haben wir auch gesagt, wir reden von Containern jetzt. Also es läuft wirklich in einem Container. Jetzt weißt du, warum immer die Microsoft ins Haus geht. Ich habe auch früher gesagt, der virtuelle Maschine, aber wie gesagt, wir reden jetzt von, dass es ein Container ist. Demgegenüber steht die normale Welt. Und auf das werden wir auch zu sprechen kommen. Der Edge-Browser, der sozusagen in einem Container läuft, dass so Sachen wie, ich klicke mal in meiner Lieblingsgebuchtmarkten Newporn-Seite auf mein Lieblingsvideo, wo dann im Hintergrund der Drive-by-Download oder sowas ähnliches passiert, wo halt Malware installiert wird, dass das keinerlei Auswirkungen aufs System hat, weil, wenn ich den Browser zumache, ist alles, was da vielleicht installiert worden ist oder nicht, weg. Ja? Ist das zukunftsmusik oder geht das heute schon? Es ist halb-halb. Es ist in einer Preview-Version in dem Creator-Update da. Kollegen sagen, es funktioniert noch nicht so wirklich, weil das ja massiv Power braucht, also 4 Gig verloren, dass er den Container auffahrt. Aber zu Redstone 3, was wir im September erwarten, ist, es sollte auf jeden Fall das Feature für Edge fertig sein. Und wie gesagt, das heißt, dass der Edge schon in einem Container drin läuft. Korrekt. Mhm. Und man überlegt auch, das für andere Applikationen anzubieten. Ist das dann AppV on Steroids oder was? Oder? Nein, es ist nichts mit AppV, sondern wie gesagt, du baust Container. Also wie gesagt, das Zeug läuft dann in Containerform. Also es hat nichts mit AppV eigentlich zu tun. Wo spielt jetzt da die Cloud hinein? Ja, also wir werden den Begriff Sensor heute noch ein paar Mal hören. Ja, es gibt Sensoren, die das, ich sage jetzt Verhalten, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich sage jetzt einfach, das Verhalten von diesen Applikationen überwachen ist das falsche Wort, protokollieren. Und jetzt kommt der Knackpunkt, ja, im Rahmen von Telemetriedaten, ja, was jetzt natürlich den Datenschützern so meistens die Schweißperlen auf die Stirn treibt, im Rahmen von Telemetriedaten in die Microsoft Cloud hinein überträgt. Das ist sowas, sonst kannst du das Service nicht nutzen. Full stop. Ja, ist das nicht Full? Dürft das nicht aktivieren. Tatsache ist, dass diese Sensorinformationen zur Microsoft übertragen werden. Was hat es jetzt mit diesen Telemetriedaten auf sich? Wann ist es angekommen? Windows 8, glaube ich. Ja? Mit Windows 8 hat es die ersten Telemetriedaten gegeben. Viel früher. 7? 7 war das auch schon. 7? Ja. Bloß da hat es noch keinen interessiert mit 7. Da hat es schon ein 150-seitiges Dokument gegeben, wie man es abtrat. Das hat keiner kennt. Das ist so. In Wirklichkeit machen es ja eh alle. Ja. Also macht das iPhone, macht Apple, das machen alle. Telemetriedaten sind was Wichtiges. Aber deswegen, Microsoft ist es böse. Glauben alle. Bei den anderen wird es für bessere Suchergebnisse, bei uns wird es nur kommerziell ausgeschlachtet. Ja, Vollgas. Google deswegen, macht das nicht. Nein, deswegen weiß ja Google, dass die nächste Grippewelle kommt. Ja. Gibt zurzeit, korrigiere mich, aber was ich weiß, gibt es zurzeit 4 Level. Startpunkt ist Security, wo eben nur Security-Daten übertragen werden. Wir werden später noch einmal darauf zu sprechen kommen. Ist ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung Pro oder Enterprise. Dann gibt es Basic-Daten, wo halt, also ich kann euch nicht sagen, was drin steht, weil das steht unter einem NDA. Ja, also wenn ihr das sehen wollt, geht es zum Kollegen Microsoft, ihr wollt wissen, was da drin steht, und dann schreibt ein NDA und dann wisst ihr, was da drin steht. Ja. Tatsache ist, ja, korrigiere mich wieder, je höher euer Level, desto größer ist das Added Value.
Ich habe irgendwo gehört, dass ich zum Beispiel im Vorfeld, wenn ich ins nächste Bild gehen kann, aufgrund der historischen Daten erkennen kann, welche Programme eventuell Probleme verursachen können auf Teststraßen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du Enhanced oder Fullbox, ich weiß es nicht. Ja, aber es gibt ein Added Value. Je mehr ihr gebt, umso mehr bekommt ihr. Ja, es ist nur die Frage, dürft ihr so viel geben? Das ist bitte nicht von euch zu entscheiden, sondern von jemand, der sich das anschaut, was übertragen wird, ob ihr überhaupt in diese Klasse reinfällt. Dann kann man sich solche Sachen überlegen. Ja? Tatsache ist, zurzeit gibt es eben 4 Levels. Und Tatsache ist, es geht darum, Windows aktuell zu halten, sicherer zu machen, das Wording korrekt zu verwenden, verfügbar zu machen, performant zu halten, weil ganz einfach diese Telemetriedaten dazu verwendet werden, dass, ich glaube, es spielt sogar in die Features rein, die implementiert werden, so irgendwie. Nein, ja? Es gibt einen anderen Punkt an, und wenn heute jemand wissen will, ob seine Windows 7 Rechner updatefähig sind auf Windows 10 oder er möchte eine Compliance-Sicht über seine Windows 10 Rechner haben, dann gibt es einen kostenlosen Service, der in den Operation Management Suite Log Analytics angesiedelt ist. Da muss ich nämlich einen Log-Key eintragen für das und da hole ich mir einen Key raus und dann wird das kostenlos dann aufgeschickt und ich kriege genau diese Sichten, ob das upgradefähig ist oder ob die Patch-Compliance passt, kriege ich umsonst, das zahlt das Windows-Team. Das Einzige, da muss ich halt aber auch die Telemetriedaten auftragen, damit ich das Added Value kriege. Es ist Added Value. Ist so. Ist so. Wozu das Ganze jetzt? Und jetzt steigen wir in die Technik ein. Das ist jetzt die Windows 10 Enterprise and Advanced Threat Protection. Um was geht es jetzt? Also, bitte. Ich darf noch mal auf den Punkt, das mit diesem Hello für Business ist eine ganz spannende Sache. Was heißt das? Beispielsweise habe ich es Leute mal weggekriegt, mein Surface Book. Ich kann halt hergehen und sagen, oder einige werden es kennen, bis dato ist das nur gegen das Azure Active Directory gehen. Mittlerweile kann ich das auch gegen meine On-Premise-AD fahren. Der User loggt sich das erste Mal an, das erste, was er kriegt, er muss einen PIN eingeben. Und dann gibt er einen PIN ein. Und dann ist zu dem Zeitpunkt, holt man sich wirklich einen Key, der wird mit dem PIN verschlüsselt und ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem Device, weil ich muss das Device haben und ich muss den PIN haben. Und den PIN, wenn ich jetzt ein Surface-Book habe oder eine Kamera, dann kann ich auch noch statt dem PIN das Gesichtserkennung haben. Und wie gesagt, mittlerweile in der neuen Release sollte es sogar eine Policy geben, dass er sich dann gar nicht mehr mit den normalen User-Credentials arbeiten. Und das ist Hello for Business eben, was man wirklich sehr leicht mit diesen Devices machen kann, dass der User quasi schon Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, weil der PIN, selbst den PIN, ich muss das Device haben und der PIN ist immer eindeutig auf das Device. Also das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Kurze Zwischenfrage, Klaus. Das heißt aber, dass ich diesen Key mit einer PKI kriege, oder? Dass der Schlüssel, den ich mir von der Domäne heißt, das von einer PKI. Wenn du eine Domäne brauchst, du PKI, wenn du in Azure RD Only unterwegs bist, kriegst du es von uns. Ja. Und vielleicht, was man auch noch erwähnen sollte, die Idee mit dem PIN, da sagt jeder, na super, dann hat er einen vierstelligen PIN und kann sich überall anmelden. So ist es nicht, ja. Sondern der PIN gilt nur auf dem Gerät, wo er erstellt worden ist. Und wenn ich ein DPM habe, wird der Key sogar über das DPM gesichert. Also der hat zwar meine Credentials, wenn er mir über die Schulter schaut, aber braucht mein Gerät auch noch dazu. Also kann ich jetzt ins Internetcafé gehen und sich mit meinem Username und meinem Passwort anmelden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Max-Gerät genau, das ist der Punkt. Meine Credentials weiß aber nicht. Ja. So ist es. Deswegen sollte man es nochmal sagen und das ist für Hello for Business ist da das Schlagwort dahinter. Was haben wir noch? Identity Protection, dann Device Protection. Da folgt es auch ein Device Guard. Device Control. Also, wo es wirklich um das Gerät als solches geht? Ja, Device Guard, wie gesagt, in der Endausprägung, wenn es einer machen will, ich kenne noch keinen, du könntest jede Applikation signieren damit und dann rennt auch nur die Applikation. Es ist mehr unmöglich, dass ein Malware oder was tut, die wird nie laufen. Wie gesagt, was das heißt, ist auch eben klar, jede Änderung, alles muss halt immer wieder signiert sein, also es ist ein Aufwand ohne Ende, machbar wäre es. Also ich habe es im Jänner mal getestet, ich habe in einem Kurs Shielded VMs aufgesetzt, da muss man die Device Guard einschalten, im Prinzip geht das so rum, jeder von euch kennt wahrscheinlich, wenn ich Binaries einspiele, diese Katalog-Files, Cut-Files. Ja, wo drinnen steht, welche Binaries eingespielt werden. Im Endeffekt macht man dann nichts anderes, als das über das gesamte Betriebssystem einen Katalog zu erzeugen, über alle File-Hashes und der wird quasi enforced.
ich kann hier keine anderen Binaries einspielen, aufrufen, DLLs, als in diesem Katalog drinnen stehen. Correct. Keine Portable Apps. Nix, gar nichts. Ja. Das heißt aber auch, jeden zweiten Dienstag im Monat erzeuge ich meinen Katalog neu, weil sich der File-Hash wahrscheinlich von einigen Dateien ändert. Bei ein paar Sachen, die von uns signiert sind, geht es, aber ich sage, sobald du irgendwas nicht von der Microsoft oder in den Katalog einfallen, hast du das neu, das Ding neu nehmen, neu signieren lassen, wieder verteilen. Also es ist ein Aufwand. Gehen wird es. Weißt du, da haben wir noch einen Typo erinnern. Ne? Genau. Das ist jetzt die Windows Information Protection, kommen wir noch dazu. Dann haben wir noch zusammen mit Windows Defender. Antivirenschutz, den Ablocker, um Applikationen, sie sind neu, das gibt es da schon. Ja, aber es ist gerade sehr aktuell mit diesen ganzen Verschlüsselungsviren und so weiter. Ja. Dem allen zusammen. Ja. Ja. Man muss jetzt das Ganze so sein von der Zeitachse, ja, das passiert alles präventiv. Das sind präventive Maßnahmen. Ja? So. Was ist wenn? Ja? Wenn mein Versicherungsvertreter zu mir kommt, was ist wenn? Ich liebe diese Frage. Ja, was ist wenn? Passiert eh oft genug, dieses Was ist wenn? Wie komme ich überhaupt einmal drauf, dass es zu einem gekommen ist, dass es zu einer Attacke gekommen ist? Komme ich überhaupt drauf? Also in Wahrheit, auf meinem Rechner jetzt gar nicht. Ne? Ich würde wahrscheinlich nur dann drauf kommen, wenn. Nicht einmal dann, weil man kann ja doch das Internet-Festplatte-Aktivität ausschließen. Wenn es zu einem erwischt, der wo von dir Bitcoins will, dann darfst du das merken. Ja, sonst, das bitte, dazu habe ich eine Geschichte. Ich hatte im letzten Kurs jemanden, der hat auf unseren Kursrechnern während des Kurses Bitcoins gemeint und hat sich gewundert, warum das Ding so langsam ist. Das ist kein Scherz. Ja. Na, das ist der Schilders Kurse. Ja. Na, wir werden es... Aber Geld in der Tat Exchange mit einem Teilnehmer nur und der hat Bitcoins gemeint. Ja? Wahrscheinlich war der Kurs war so uninteressant, dass er das gemacht hat. Aber generell, oder wir werden jetzt bei der Attacke nachher sehen, es geht einfach immer mehr in die Richtung zielgerichtete Attacke und der will ja nicht gesehen werden und dann brauche ich einfach sowas. Ja. Das sind die Zahlen, von denen ich gesprochen habe. Ja. Eine Fall da, das ist diese 200 Tag, wo man ausgerechnet hat, oder auch durch euch bestätigt. Das ist nicht von der Microsoft, das ist generell ein Research gewesen. Also man hat gesagt, die einen sagen 180 Tage, die anderen sagen 220 Tage. Das heißt, wenn jemand bei Ihnen im Netzwerk ist, Sie würden es in der Zeitspanne frühestens merken. Und das Schlimme ist, sie merken es nicht selber, sondern dass, wenn es so lang drin ist, sagt sie einem Externen, dass sie ein Problem haben. Es ist in jedem Fall zu lang. Es ist zu lang. Also, das ist eine sehr spannende Zahl, ne? Die 99,9%, das ist, ja. Deswegen ist Patchen und Compliance ein Thema. Das tut weh, ja. Also, das tut wirklich weh. Eigentlich ist es ein Wahnsinn, ja. Ja, das tut wirklich weh. Aber das ist nochmal ganz interessant, weil es glauben halt immer Leute, der Virenscanner, es ist die. Sehen Sie, über 50, also ich habe schon andere, ja 50%, da ist gar kein Malware mehr im Spiel und das, was wir nachher zeigen, da ist kein Malware im Spiel. Also kein Virenscanner findet es. Das ist der Punkt und deswegen muss man sich einfach andere Techniken suchen, die das erkennen. Ja, und dann sind wir beim Windows Defender ATP, bei der Advanced Threat Protection. Und zwar, wir haben ja früher, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, über diese Sensoren gesprochen. Ja, wenn man möge mich jetzt nicht strafen, ja, aber ein Virenscanner, ja, ist ja immer on top. Jeder Virenscanner ist on top, der wird dazu installiert. Ja, jeder. Sie sitzt irgendwo oben drauf bei einem Sensor, der von Defender oder von ATP verwendet wird. Da sitzt nichts oben drauf, weil ihr habt das ins Betriebssystem verankert. Das Zweite, das wird jetzt nicht am Virenscanner bitte ins falsche Eck stellen, aber da geht es um den Unterschied jetzt. Ja. Das Zweite, der Virenscanner, er hat wohl Heuristiken, ja, er hat aber immer ein Pattern-File. Ja. Was heißt das, wenn jetzt, bleiben wir bei der Malware, damit es einfach bleibt, ja, bleiben wir bei der Malware, wenn ja, es gibt eine Heuristik und ja, ist eine wahrscheinlichkeitsbasierende Geschichte. Ich kann Glück haben, wenn sich die Malware ändert, dass zufällig die Heuristik draufkommt. Ist aber doch ein relativ großes Delta, dass sie nicht draufkommt. Ja? Also ich habe immer ein Pattern-File, das versucht,
den Teil zu entdecken, was halt charakteristisch für meine Malware ist. Punkt. Habe ich das Pattern-File nicht, ist er nicht aktuell, werde ich es nicht erkennen. Wurscht, welcher Hersteller. Das ist so. Deswegen hat man versucht, jetzt zu sagen, naja, was können wir tun, um trotzdem drauf zu kommen? Und deswegen haben wir da Verhaltensanalyse draufgeschrieben. Ja, Microsoft weiß ja eigentlich, ja, was Outlook machen soll. Sicherlich nicht aus dem Internet, wenn der User auf eine Mail einen Doppelklick macht, irgendwas runterladen, das ins Temp-Verzeichnis reinspülen und der Excel-File rausmachen. Also das ist sicherlich nicht die Aufgabe vom Outlook. Korrigiert es mir, aber das ist auch nicht die Aufgabe von einem Browser. Ja? Außer, du bist wirklich, aber die Aufgabe vom Outlook ist ja quasi, eine Mail mir anzuzeigen oder mir ein Fenster zur Verfügung zu stellen, wo ich eine Mail tippen kann. Wenn jetzt also im Outlook was passiert, dass im Dateisystem sich irgendwas ändert, dass vielleicht im Registry irgendwas drin steht, dann wäre das ja eine Auffälligkeit. Ja? Es wäre noch nicht etwas, wo man sagt, okay, du bist jetzt böse, Outlook tot, ja? Aber es wäre eine Auffälligkeit. Wir werden dann sehen, dass da mehrere Sachen zusammenspielen müssen, wenn wir uns das dann genauer anschauen, aber es ist eine Auffälligkeit, wenn wir sagen, irgendwas Komisches ist im Gange. Ja? Outlook schreibt ein File ins Stem-Verzeichnis und das File fängt auf einmal an, da Informationen aus dem Internet runterzuladen. Was auch immer das tut, wir können nicht reinschauen, sind deine Blätter, die verschlüsselte Verbindung und so weiter, aber irgendwas passiert da. Es ist eine Auffälligkeit. Und dann ist die Zehnerfrage, wie kann ich jetzt aus diesen einzelnen Informationen, also Outlook erzeugt eine Datei, Datei fängt an, aus Internet was runterzuladen, also aus diesen einzelnen Teilinformationen, die von einzelnen Sensoren geliefert werden, wie kann ich jetzt da ein großes Ganzes drum bauen, dass ich sage, Moment einmal, der installiert sich gerade an Bitlocker, ja. Du wärst eben der Demo sehen, wir installieren gar nichts, das ist ja noch viel schlimmer. Das ist noch viel schlimmer, ja. Wie komme ich da drauf? Und da kommt jetzt Machine Learning ins Spiel, zumindest cloud-basierendes Erkennen von diesen Zusammenhängen. Und das ist das, was die Advanced Threat Protection machen kann. Ja, das ist gegangen eigentlich schon vor, letzte Version ist das schon. Seit dem Anniversary Update gibt es das Ganze. Vorher hat es das noch nicht gegeben. Das wäre so die. Magst du zum Überblick was sagen, Klaus? Nein, vielleicht noch ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem Virenscanning. Leider habe ich nicht mehr die Zahlen ganz genau im Kopf, aber genau, wenn halt die Leute werden zielgerichtet attackiert und da gibt es ja halt genauso, da schickt jetzt einer wirklich an 100 Leute eine E-Mail und dann gibt es halt auch ungefähr 20% machen es einmal auf in der ersten Stunde und einer macht wirklich das Attachment auf, also du hast immer einen drin, der wirklich dann das Attachment mit dem Makro aufmacht. Und wie gesagt, bis dahin ist der Pattern-File nie da, weil wenn es ein neuer Angriff ist, sie wissen es selber, die müssen es schreiben, die müssen verteilt werden, also das ist zu spät. Und, was jetzt auch noch dazu kommt, jetzt kennt ihr dich, der super IT-Leiter, Herr Kurt, User-Schulung, ne? User-Awareness. Wir werden dann sehen, das ist, dass es Attacken gibt, da fällt ihr auch drauf rein. Also dieses User-Awareness schaffen, ja, es ist Thema, natürlich. Es hilft, aber es gibt genaue Attacken, wo es, es ist ja in Österreich passiert, mit dem, dass eben einfach jemand an die HR eine Bewerbung geschrieben hat. Und der war ein Link drin, hat gesagt, da liegen meine Bewerbungsunterlagen, der geht drauf, hat auch noch schön das PDF gekriegt und im Hintergrund ist losgelaufen. Also erwartet bei der HR, dass da jemand bewirbt, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Ne? Also so weit sind wir mittlerweile. Ja, also das ist ich bewerbe mich als Hacker. Oder? Ja. Das wird der Kanon. Nein, aber ich gesagt, man muss das kannst du als User einfach auch nicht mehr erkennen. Nein, man kann es halt, die Verantwortung, dann sagt man halt, dann ist der User schuld und wir schieben ihm die Verantwortung, wie denn? Ja, also. Na schon. Aus Mail-Admin-Sicht, sicher ist der User schuld, ja. So, das Ganze, wir haben es gerade gesagt, gibt es seit 16.07. Und wichtig jetzt zu diesen Sensoren zu sagen, ist, weil ich jetzt früher erwähnt habe, dass ein Virenscanner immer on top ist, die Sensoren an sich sind integraler Bestandteil des Betriebssystems. Erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt. Es sind Prozesse, auf die ich nicht zugreifen kann. Ja? Das ist ja etwas, wo ihr ein klares Statement gegeben habt. Also die Schnittstelle der Weil, einen McAfee oder einen Drittbewerber anzubieten, ist nicht auf der Roadmap. Das ist etwas. Ich weiß nicht, ob du es jetzt drin hast, dass man eben Signaturendateien zukaufen kann oder selber machen kann. Das habe ich drinnen, aber dass jetzt einmal McAfee eure Sensoren nehmen könnte, das ist. Nein,
wird nicht kommen. Das ist euer Gedankengut, das bleibt auch so. Ja. Ja. Du kannst dich auch nicht in den Secure-Kernel reinhängen. Nein. Mit Credential-Grad. Deswegen auch nicht, machst du das ja auch. Ne? Weil sonst würdest du ja Schnittstellen wieder öffnen. Was auch wichtig ist, die gesamte Kommunikation zwischen deinem Rechner und der Cloud ist, ich habe jetzt extra nämlich SSL rausgenommen, ich habe DLS hingeschrieben. Ich hätte vielleicht auch DLS 1.2 hinschreiben sollen, um ganz konkret und ganz genau zu sein. Aber es ist verschlüsselt, was mich ein bisschen erschreckt hat, waren diese 2 Megabyte pro Tag, die so als Durchschnittswert angeben haben. Das ist doch nicht wenig, ne? Weil du brauchst es ja von jedem Client, oder? Natürlich. Ja, also pro Tag ist es nicht viel. 10.000 Clients? Also 2 Megabyte? Also das ist gerne das Problem. Also eine Firma mit 10.000 Clients. Wie viel Megabyte am Tag? Ein Testcenter verbraucht 4 Megabyte am Tag, benutzen die Software-Inventarisierung. Da sind die Videos, die sich die Leute bei Facebook runterladen, größer. Ich glaube ja. Nein, ich habe die Katzenvideos. Ich habe die 4K-Videos, ich habe noch die kleine Qualität. Ich schaue am iPad. YouPorn auf iPad. Praktisch. Aber mit dem muss man etwa reden, die Zahl stimmt, oder? Mit dem muss ich habe jetzt geschaut, aber kann ich mir das vorstellen. So ungefähr ist das Ganze. Gut. Was macht jetzt die Cloud oder was ist jetzt sozusagen der Part von der Cloud? Es untersucht eben Auffälligkeiten oder sucht nach Auffälligkeiten im Verhalten von Programmen beziehungsweise des angemeldeten Benutzers. Es erkennt sozusagen das verdächtige Verhalten, das sehen wir dann, wenn wir das Ganze in Remo uns anschauen. Und ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt stimmt, aber zum Zeitpunkt, wo stimmt. Das stimmt ziemlich gut. Ja. Wo kommen diese Endpunkte jetzt eigentlich? Alles, was ich vorher gesagt habe, von Azure AD, Office 365, Xbox, alles. Consumer-Varianten? Ja, Hotmail und Xbox ist ja eher Consumer. Ja. Also es läuft alles bei euch da rein, ja, wird aufbereitet. Aufakkumuliert und dann stellt ihr das im Rahmen von Enterprise? Über Machine Learning wird über die Daten wieder drüber gegangen. Das ist okay. Der Punkt. Ja. Deswegen, bevor ich anfange, nochmal. Jetzt ist die Frage: Kann ich mir den Antivirus schenken, wenn ich sowas habe? Jetzt muss man bitte aufpassen, ja, dass man da mit dem Produkt nicht durcheinander kommt. Advanced Threat Protection, wenn wir uns jetzt zurückerinnern, das ist Post. Ja, da ist ja schon passiert. Naja, hallo. Also Virenscanner, ja. Sollte Feuer, weil es sollte ja idealerweise, der erwischt ja Feuer. Gibt ja was, Defender, AV. Kann ich verwenden, ist in place, aber bitte, um die großen Zweifler ein bisschen, es gibt keine Konflikte. Ja, der Defender AV muss laufen, er geht in einen Passive State, so verschiedenes. Nein, ja. Der läuft dann nicht mehr. Das solltest nicht tun. Du solltest keine 2 Virenscanner am System haben. Was aber möglich ist, ja, dass das ATP den Defender temporär einschalten kann. Das habe ich nämlich gelesen. Nein. Um ein Firewall hochzufahren. Nein. Das ist anders. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau. Es gibt, und das ist, hast du jetzt drin die neuen Features? Ja, habe ich drinnen. Machen wir es da? Machen wir es dann. Da. Okay. Das habe ich von dir heute gehört. Das obere gibt es schon, ja. Das zeigen wir mal kurz her. Das wird später noch. Also heute kann man einen Link einhängen, weil wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, mit das ATA geht ja wirklich auf die Domain-Controller los. Das ist nicht der Fokus von ATP, weil der schaut ja, was am User am Client macht. Wenn ich wirklich die gesamte Sicht haben möchte, also wenn der vom Client dann gegen den Server geht, dann bräuchte ich das, deswegen sollte das in Zukunft auch noch zusammengeführt werden, weil, wie gesagt, wir wollen ja die gesamte Sicht über den User haben. Deswegen wird man später auch noch eine bessere Integration zu ATA haben. Jetzt haben wir einen Link drin. Okay. Das ist jetzt das, was wir heute reingeht. Genau. Und das ist das, was wir gesagt haben. Und das ist jetzt erst seit dem Creators Update da. Jetzt können wir nämlich auch eingreifen. Wenn wir jetzt nämlich was finden, dann können wir eine Maschine isolieren, was zu dem Zeitpunkt heißt, die wird komplett vom Netz genommen, die kann nur noch mit dem Service reden, damit wir weiterhin die Forensik-Daten haben. Kill and Clean, wenn da jetzt ein Prozess bekannt ist, der immer wieder auftaucht, können wir den killen. Und das ist völlig wurscht, was für Virenscanner dort läuft. Der einzige Punkt ist der dritte, wenn ich das noch Feature nutzen will, dass mir auch auf den Defender Listen geben, was er schauen soll,
dann brauchst du unseren Defender. Das ist der Punkt. Mhm. Also, wie gesagt, wenn ich alle drei Features haben will, muss unserer laufen. Wenn Sie sagen, ich will McAfee oder Sophos, dann fällt nur dieses Feature weg. Jetzt habe ich noch eine Frage, ist das etwas, was ich manuell machen muss oder passiert das automatisch? Manuell. Das ist was Manuelles. Also es ist ganz wichtig, bitte, ja, dass das ein manueller Vorgang ist. Das heißt, ich brauche auch Manpower, die dieses Portal sich dann anschaut. Also quasi mein eigenes kleines Cyber Defense Center. Genau, du kannst zwar dann nachher, wenn einmal ein Alert da ist, eine Regel machen, aber im Vorfeld ist nichts automatisiert, wird den kann isolieren, weil gesagt, es kann ein False Positive sein, das ist immer eine Gratwanderung, wo immer alles wegnehmen, ist ein False Positive, ist jeder nicht glücklich, der User nicht glücklich, deswegen sage automatisiert machen wir nichts, ich muss wirklich Stand heute in die Konsole reingehen. Das ist eine Memory, Detection in Memory. Eben für die Angriffe. Das Beispiel mit Outlook war jetzt ja sehr plakativ, ne? Dass das Outlook anfängt, eine Datei anzulegen, die aus dem Internet was runterzieht, Datei speichert sich irgendwo hin, da kommt man relativ rasch drauf. Ja. Was passiert aber, wenn die modernen Ransomware, die überhaupt nicht im Speicher bleibt? Was passiert mit so Geschichten, Golden Ticket, Buster Hash Geschichten? Also wenn der Prozess versucht, die Identität eines anderen Users anzunehmen. Da bringt mir das beste Verhaltensmuster nichts, ja, weil ich da Komponenten mitscannen muss, in die ein Scanner, korrigiere mich jetzt aber gar nicht, reinkommt. Ja. Das ist genau der Punkt, die oberen zwei Sachen, da kommt kein Third-Party-Produkt hin. Das sind Sensoren, die im Betriebssystem fest drin sind, da kommt kein anderer on top, das kann kein anderer Virenscanner, was auch immer, diese Sachen liest er nicht, weil da kommt er nicht hin. Und das ist das, was du früher gefragt hast? Genau. Ja. Und das ist eben auch neu, wie gesagt, das ist jetzt richtig gesagt, FireEye heißt es, glaube ich. Also der FireEye, die spezialisieren sich seit langem auf diesen Feed, also diese Erkennungsraten von denen kaufen wir zu und stellen wir unseren Kunden zur Verfügung. Und mittlerweile gibt es eine Schnittstelle, wenn noch jemand selber was einprogrammieren will, dass er sagt, auf das soll er schauen, kann er das tun. Das Ganze integriert sich, das sehen wir glaube ich eh in der Demo, gell? Office 365 ATB. Wenn es nicht vergisst. Und dann ich werde mich daran erinnern, unsere Teilnehmer werde ich daran erinnern. Und den Prozess 3 schauen wir uns ja sowieso an, den Error Process. Okay. Gut, jetzt kommen wir schon langsam in die technische Seiten, was den Einbruch an sich betrifft. Also, ich glaube, das würde ich fast überspringen, wenn wir machen das gleich beim Video. Wie gesagt, was da jetzt für eine. Oder? Der Klaus hat einen Hunger. Der Klaus hat einen Hunger, wird schon nervös. Also, aber. Ich glaube, es ist klar, dass das Eintrittstor Nummer Uno E-Mail ist. Ja, das ist wie man es dreht und wendet, E-Mail. Ja? Das ist auch jetzt noch eine E-Mail, ja. Gibt da noch andere Sachen? Es ist der User, ist die Schwachstelle an sich. Ja? User leben heute mehr in Facebook als wie sonst irgendwo. Ja, dann kaufst du Facebook. Das wäre mal ein E-Mail. Ja. Ja, aber bei Facebook, da geht es mehr um den Identitätsklau. Das ist, wie gesagt, immer das andere Thema. Also nochmal, Identitätsklau ist immer das Thema. Bei Social Engineering, wenn er natürlich Identität hat, ist er eh schon drin. Ja. Dann sind wir eh schon, haben wir eh schon das erste Problem. Was du früher angesprochen hast mit dem Bewerbungsschreiben, ja, oder mit dem Ausspionieren von Gruppen, die... Du kannst es so schön aussprechen. Spearphishing. Also ja. Der neue Name für das ist das, wie gesagt, mit dem Speer zielgerichtet die User attackieren. Das ist so perfekt gemacht. Und das ist genau das Problem, auch teilweise, wenn es da mit anderen Firewall-Herstellern sagt, wenn halt eine Riesenattacke kommt, das findet jeder, aber wenn einer zielgerichtet auf eine Person oder auf einen Quorum losgeht, das finden dann auch manche Systeme nicht. Deswegen kommst du da im ersten Schritt vielleicht über Systeme drüber, wo es andere blocken würden. Deswegen muss man da jetzt aufpassen und da geht es halt immer mehr hin, die werden wirklich personalisiert angegriffen, die Leute. Und natürlich der Insider an sich, ja. Was? Ja, Zero Day Exploits, weiß ein jeder, was das ist, schon mal gehört den Begriff, Zero Day Exploits, okay. Der letzte Punkt, Zuschauer gibt falsch geschrieben, ja. Ist aber vorhanden, braucht man aber nicht in dem Raum, das ist nur woanders immer. Okay, und klassische Vulnerabilities, die ja sowieso, die sind da, Punkt. Naja, ich sag, da sind wir, nochmal, wie du schon gesagt hast, wenn einer seine Client nicht patcht, ja, dann ist er da unten gleich mal dabei, ne, und passiert halt leider doch auch nicht mehr wieder. Ich hab gelernt, ihr veröffentlicht gelegentlich so Angriffsszenarien. Da gibt es also einen Blog, wo ich das nachlesen kann. Da stammt auch das raus.
Ich war, ja, es gibt, wie gesagt, Security gibt es mittlerweile so viele Blogs, ich kenne auch nicht. Cyber Defense, ja, genau. Ja. Ja. Die machen das, also da kennst du noch, sie veröffentlichen nicht alles, um Gottes Willen. Ja, aber das war ein Paradebeispiel, wie der Angriff stattgefunden hat, ist dort nachzulesen. Es ist ein mehreres Seiten Dokument mit Grafiken drinnen, wie jetzt das Cyber Defense Center von der Microsoft eben auf diese Attacke draufgekommen ist. Und das war eine Phishing-E-Mail, ja, wir gehen das dann eh ganz kurz durch, wo dann sozusagen man versucht hat, mit einem Drive-By-Download, also Drive-By, ich krieg's nicht mit, im Hintergrund, einen Download den Rechner zu kompromittieren und halt dann mit Pass-the-Hash, weiß ja jeder, was Pass-the-Hash ist. Ja, nein? Schon mal gehört den Begriff, Pass-the-Hash. Ja? Die Frage ist eher, wie kann ich Pass-the-Hash umgehen? Credential Guard. Unter anderem, oder ich andere Passwörter, nicht auf jedem Client das gleiche Passwort und so. Labs. Ja. Kennt jeder Labs? Ja, Local Administrator Password Solution. So Randomizing der Passwörter auf den lokalen Konten und so weiter. Gratis Download, einsetzen. Morgen. Ja, wirklich? Ja, ja. Du hast ein Image, wo der Administrator immer das gleiche Passwort hat, ne? Der lokale Admin. Mit dem Argument. Warum ist es eigentlich nicht Mitglied, nicht das Teil des Produkts, weiß man das? Musst ja du wissen, was du für Passwort auf dem lokalen... Nein, das Labs, warum muss ich das extra downloaden? Weiß man das? Nein. Das frage ich mich immer schon. Oder? Okay. Weil du das in Group Policy, du hast 2000 Group Policy gemacht, wo du eben einzeln ans zuweist, dass du das auch nachher wieder findest. Und Sinn und Zweck ist jetzt vielleicht, dass ich dann im was? Netzwerk mich persistent verankere, um ganz einfach Informationen abzusetzen. Das haben wir für diese 200 Tage. Ne? Du hast bei dem Labs, da redest von den lokalen Konten. Und ja, gesagt, wenn jetzt so weit, wenn es zumindest so gut ist, dass das lokale Admin nie ein Domänen-Admin ist, ist auch nicht gut, aber da hilft schon ein bisschen und dann sind wir bei den anderen Themen. Ich glaube, wir haben jetzt deine Demo, gell? Das Video. Ja. So, bevor. Kannst du mal stoppen? Natürlich. Weil, stopp. Da muss ich jetzt bitten, 1,5 Minuten konzentrieren. Es dauert nur 1,5 Minuten, es geht extrem schnell. Hast du einen Ton dabei? Nein, das kommt schon. Ja, natürlich. Weil es geht extrem schnell. Und da sieht man, wie schnell das wirklich in der Praxis gehen kann. Also ganz kurz, wir haben es eh schon gesagt, da ist an einem Fachantrieb eine Aufforderung geschrieben, dass die ein Angebot machen sollen. Und das ist ein Word-Dokument. Und das hat er gekriegt. Also der Kunde hat das wirklich erwartet, weil er will ja ein Angebot stellen. Und das ist der Ausgangspunkt. Und dann sieht man jetzt dann schon, der Hacker wartet schon, bis er das ausführt. Und dann sieht man schon, was passiert auf der Hackermaschine. Was der dann tut, das ist ja dann teilweise beschrieben und wir gehen jetzt nachher nochmal durch und dann schauen wir es uns in der ATP-Konsole an, wo wir den ganzen Angriff aufdecken könnten, dass wir so festgestellt haben, was wir tun könnten. Go. 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 Also, jetzt bist du eins zurück. Genau. Also das ist der Hacker und das ist der erste User, wo angegriffen wird. Der kriegt jetzt das Dokument. Und es muss halt enablen auf MacOS hochhalten, oder wäre das jetzt gut? Also das ist das Dokument, was in der E-Mail drin hängt und da sieht man natürlich oben, aktivieren. Da ist natürlich ein Makro, was er drucken muss. Das ist klar, das muss er tun, aber der meiste User wird das machen. Und das ist jetzt so, was da schon steht, runs in memory. Da ist nichts auf die Platten. Macht nichts. Ja. Dann lass vielleicht dann doch durchlaufen, bevor man sich. Also dann nochmal eben das Dokument. Und jetzt holt sich das, weil es wird nur eine zweite Schwachstelle verwendet, weil da ist ein Treiber drauf, der angreifbar ist. Und das nutzt er, über den kriegt er eben Systemrechte. Und mit den Systemrechten tut er dann das Word betanken. So, da sieht man noch mit Standard-Token und jetzt geht er weiter und tut durch den Angriff über das Tool, du hast das noch nicht gewusst, das Tool. Meta-Exploit. In dem Fall ist es Metapreta, ja, Metapreta ist das Tool. Frei verfügbar auf dem Internet. Genau. Linux. Lass durchlaufen. Da gehen wir nachher nochmal durch. So. Jetzt tut er eben mit diesem Angriff, weil es da eben ein Problem mit einem Treiber gibt, kommt er über den Treiber, wechselt das Word in den System-Kontext. Und jetzt kann er natürlich auf einmal Sachen machen, die er vorher nicht machen konnte.
Ich glaube, das ist jetzt das Wichtige, dass man da sieht, die Privilegien, die er hat. Also das alle im Prinzip alle Systemprivilegien, ja, die ein normaler User nie haben könnte. Die kriegt er über den Systemprozess. Ja. Genau, das ist genau das Problem. Das hat er jetzt im Word untergeschoben. Ja. Ich glaube, ich muss Hacker werden, ich finde das alles so geil. Ich fange an mit NetExpert. Ja. Oder in dem Fall, ja. Und jetzt geht er her, tut einen, das svjust, da tut er einen Code reinschreiben und zu dem Zeitpunkt, wenn ich das übersehen habe, jetzt führt er nur noch, wenn wir dann auch nachher sehen, nur noch Befehle aus, das sind klassische Admin-Befehle. Ja, ich glaube, wir lassen es so stehen. Er hupft immer weiter, tut mir leid, mein Fehler. Passt. Und das jetzt nochmal, dann lass das jetzt noch wenigstens da. Ja. Da haben wir jetzt nochmal die Zusammenfassung. Wie gesagt, wir haben das E-Mail gekriegt. Man hätte jetzt noch einen zweiten Teil gesehen. Er hat dann schon angefangen, sich auf einen zweiten Rechner zu hacken. Das war der Victim 2 gewesen. Dann eben hier nochmal explizit gesagt, da ist kein Malware. Also da ist nichts installiert worden. Der hat das wirklich nur dann mit Befehlen, mit Windows-System, PowerShell-Befehlen bewerkstelligt, das Ganze. Deswegen kein Disk, alles in Memory, der hat sich die Privilege geholt, hat die Identität quasi angegriffen und dann eben durch dem, dass er sich in den Prozess neu gekapselt hat, tut er quasi unter dem Deckmantel, macht er jetzt seine weiteren Themen, die es eigentlich normale Admin-Tätigkeiten sind, dass du einfach nie mehr wieder sehen würdest. Die Frage ist, könnte man sowas teilweise verhindern, wenn man die Windows Firewall Outgoing auch einschaltet? Was hier standardmäßig nicht ist. Das macht, wenn es neu wirst, wäre nachher Single Draht Firewall ab. Okay. Also das macht er natürlich auch. Ist ja nicht deppert. Gut. Du kommst mit Bordmitteln nicht nee. Weiter. Ja? Nein. Manchmal würde man mit Bordmitteln schon weiterkommen, wenn man sie einfach nur benutzt. Ja? Nein, in dem Fall war das einzig. Wie viele schalten die Windows Firewall aus, weil sie ist ja nicht unbrauchbar, oder? Nein, das Einzige, und wie gesagt, das stand ja auch drin, sie hätten den Treiber, den schlechten Treiber hätte ich vorher schon tauschen müssen, aber wer tut das? Gut, weiter. Gut, was wir jetzt nochmal, was wir jetzt gesehen haben oder was wir jetzt dann anschauen, wir wollen uns ja das jetzt im ATP anschauen, wir haben gesehen, er hätte zwar schon mal was gesagt, dass er diesen Vulnerability Treiber kennt. Da ist halt nichts passiert, eventuell, weil es ja nichts anderes gibt. Also und da sagen wir auch, da kann ich mich darauf verlassen, dass wir jeden Treiber kennen. Also bei dem Fall hätte man gekannt, aber wie gesagt, es gibt, jeder stellt seinen Treiber zur Verfügung. Also da würde man uns nicht darauf verlassen, dass wir das alles finden. Was wir da jetzt sehen, der macht sein Mail-Attachment und da ist, wird eben das Makro enabled, wo ihn den Memory reinschreibt. Und das ist eine normale Sache, was keiner tun sollte. Dann geht es eben weiter mit der Maschine, der nimmt Kontakt auf. Das ist eben mit der Abnormal Execution, werden wir dann sehen. Dann haben wir eben gesehen, dass er eben die Privilege hoch tut mit dem Kernel Exploit. Das ist natürlich was absolutes Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall. Der im Kernel-Mod läuft. Genau, ja. Das ist auf jeden Fall gleich ein roter Alert und das ist auch noch so eine Sache. Wie gesagt, man muss jetzt einfach auch die Gelben anschauen, weil die Gelben fühlen uns zu Ziel. Da sagt er mir jetzt bloß, da ist was passiert und das sind jetzt wirklich die Sachen, wo man dann sieht, wo er weiterspringt. Er macht Remote Shell auf und tut dann was dran. Das schauen wir uns, gibt es noch weiter. Und dann geht es ihm weiter für diesen zweiten. Da sehen wir das nachher auch. Ich glaube, das werden wir uns nicht mehr im Detail anschauen, aber gesagt, er ist dann auf dem zweiten Rechner drauf und macht da weiter. Gut, und jetzt schaut mal bitte auf die Konsole um. Und hoffentlich haben wir noch eine Session. Was das im Iris. Gut, kann man klicken. Schaut gut aus. Gut, und das ist jetzt eben das Windows Defender Security Center. Der Name wechselt auch immer so ein bisschen laufend. Das sollte jetzt der letzte hoffentlich sein. Naja, zwischendrin hat es auch Defender noch irgendwas geheißen. Und bevor wir jetzt noch reingehen, ganz kurz zum Onboarding oder Boxschichten. Also Alert Queues, das Machine List, wenn ganz kurz sagt, also da würde ich alle meine Clients finden, die da teilnehmen. Idealerweise taucht er nicht unbedingt immer sofort Alert auf, aber da könnt ihr jetzt mir die Clients anschauen, was die für Daten haben. Es gibt Service Heals, ist natürlich wichtig, dass ich auch weiß, dass unser Service oben läuft, dass ich auch die Alerts kriegen würde. Und das möchte ich noch ganz kurz
sagen, wenn der Erste, der den Tenant anlegt, der wird hier gefragt. Ich kann momentan sagen, sollen die Daten in US liegen oder in Europe? Und das ist natürlich für uns auch schon interessant, weil in dem Schritt, dass also die ganzen Logs oder Daten, wie gesagt, ja, das können natürlich auch Security-relevante Daten sein, liegen in Europa. Dann ist der Punkt, das ist der Standardwert 180 Tage. Also wie gesagt, Sie könnten zurückverfolgen bis 180 Tage, weil nochmal, es geht um ein Post-Breach. Wir werden teilweise die Sachen erst 20, 30 Tage später merken. Oder, das ist jetzt hier der Punkt, warum gibt es das? Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, da ist mein Business zu Hause, weil wir dann auch feststellen, dass teilweise Businesses gezielt angegriffen werden. Dann würden wir sie ja informieren. Bitte? Eine Waterhole, danke, wäre das dann. Ja, eben noch gleich, jetzt habe ich ja gewusst, dass das passt. Also gesagt, dann würde ich da informiert werden. Und nochmal, durch dieses Learning, wir lernen ja auch, es könnte durchaus sein, dass wir erst 10 Tage, 20 Tage später Ihnen sagen können, hey, da war eine Attacke anhand diesen Kriterien. Deswegen ist das immer ein wichtiger Punkt. Also bis zu einem halben Jahr kann man da wirklich zurückgehen. Und das sollte man auch nicht. Klaus, noch eine Frage. Gibt es die, oder wird es das auch in der German Office 365 Cloud geben? Weil es Kunden gibt, die sagen, ich möchte das in Deutschland liegen haben. Ich würde jetzt einmal im ersten Schritt sagen, nein, weil da sicher so eine Infrastruktur dahinter hängt. Deswegen glaube ich es im ersten Schritt nicht. Also ich hätte meine Frage, das kann ich nachträglich nicht mehr ändern. Nein, das ist genau der Punkt. Das ist eine Entscheidung gleich beim allerersten Mal, deswegen ist es auch hier ausgegraut. Das muss ich gleich beim Tenant anlegen, auswählen. Also gesagt, wenn ich hier sitze, sollte ich natürlich Europa nehmen. Das ist so wie mit jedem Tenant, ja? Genau. Ja, bloß ja, bei Azure kannst du teilweise die Maschinen moven oder wenn du halt sagst, da geht einfach nichts mehr. Office 365 geht da nicht. Da ist es ähnlich, ja. Da kannst du auch nicht mehr weg. Ja. Das ist nur das Advanced mit dem Block-File, was man vorher mit dem Defender, das kann ich ein- oder ausschalten, aber das Feature will ich. Also wenn du jetzt in dem Fall sagst, du hast dich für Sophos oder McAfee interessieren, brauche ich das nicht. Wenn jemand immer vorne dabei sein will, Preview, also wenn wir neue Sachen haben, Daten liefern will. Nicht um Daten, sondern es geht eher um Funktionen. Ich sage, das Dashboard schauen halt dann einfach mal schneller aus. Eben, wenn ich, da sollte ich mich natürlich dann eintragen, dass ich proaktiv informiert werde. Das kann ich mir dann auch, wie stark ich da belästigt werden will, ob es sofort, bis halt nur wenn es brennt. Eine ganz wichtige Strategie von uns ist diese SIEM-Integration, also unsere ganzen Produkte werden. Oder ich kann alle Daten auch für weitere Systeme verwenden. Bei dem ist sofort das SIEM drin, bei der Cloud App Security ist es schon drin, OMS geht es auch schon langsam an, dass man das tun kann. Also das ist auch nochmal wichtig für Verkaufsstellen an Microsoft oder wenn Sie für diejenigen, die es nicht wissen, was ist SIEM? Sind Security, aber was für genau steht, das sind Systeme, die einfach Security-Daten sammeln und auswerten. Speziell, die machen nichts anderes. Splunk ist da so ein Thema, Splunk, das werden die meisten kennen. Unten ja, von der HP gibt es Lösungen, also die sammeln es einfach ein. Da geht es nur um Security-Logs von Firewalls und sonstiges. Und da haben manche Kunden schon was im Haus und nochmal, Microsoft liefert da immer zu. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Umfeld. Dann das wäre eben, was wir vorher gesagt haben, dass halt jemand selber Sachen einpflegen könnte, wenn er das möchte. Das ist ein wichtiger Punkt, Onboarding. Und was man hier eben sieht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich so einen Client reinbringe. Wenn Sie heute einen Windows 10 Client haben, wir haben schon gesagt, der Service ist drauf, ist natürlich disabled. Und damit der enabled wird und dass der mit dem richtigen Tenant spricht, muss ich eben ein Onboarding machen. Und da gibt es eben verschiedene Dinge. Ich kann es über Group Policy machen. Wenn ich das auswähle, schaut das Download Package einfach anders aus. Und da sieht man Config Manager natürlich, Intune. Bei Intune ist es nichts anderes, da gibt es ein fertiges Ding, da muss ich dann quasi bloß den Key rauskopieren und dann ist das fertig. Und es gibt da die Möglichkeit für ein Log-Script, da sagt man, aber ich glaube, da kann man nur 10 Stück onboarden, das ist nicht das bevorzugte Deployment. Da möchte ich auch nochmal kurz darauf hinweisen, falls sich jetzt jemand entscheidet, er will sich jetzt einen Test-Tenant machen, ja, das gibt es ja mittlerweile, gibt es Test-Tenants wieder. Wir haben keinen gekriegt. Sollte es, also die Kollegen haben gesagt, es wäre möglich, jetzt Test-Tenants wieder zu machen. Morgen. Schauen wir, und dann kann vielleicht das untere, weil das schaut so ganz harmlos aus.
das Offboarding. Weil wenn Sie heute einmal einen angeboardet haben, kann ich nicht hergehen und einfach sagen, mit einem Skript sagen, das ist ein anderer Tenant, Sie müssen den erst offboarden und dann kann ich ihn erst wieder onboarden. Deswegen gibt es einen Offboarding-Skript, weil nochmal, das ist alles geschlossen, da darf nichts passieren. Deswegen möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass es auch ein Offboarding-Skript gibt. Gut, das einmal ganz kurz zur Administration und jetzt springen wir uns zu unserem Hauptthema und wir werden jetzt hier die Übersicht, aber wir steigen jetzt wirklich hier gleich bei dieser Maschine ein, der wo eben dieser User gesessen ist und wir haben die ganzen Alerts, was wir da jetzt vorher schon gesehen haben. Wir haben hier die Treiber-Geschichte, wo wir gesagt haben, das wo verwendet worden ist, dann wurde im ersten Schritt eben mal was Abnormales gefunden, dann ist eben das passiert mit dieser Privileged-Geschichte und dann ist eben die Strich, wo man sieht, wo er dann was er injected hat und wo er sich dann weiter gehandelt hat. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen im Detail an. So, da kann ich nämlich jetzt da unten reinklicken und dann sehen wir hier schon vom, man sieht die ganzen Daten, ich habe es jetzt schon gefiltert auf die Behaviors und da haben wir eben hier diesen Alert oder den Eintrag selber und was man da jetzt hier sieht, kann man genau nachverfolgen. Es ist eben das Outlook gekommen, der hat eben die Invitation Message aufgeführt, daraufhin ist das WinWord ausgeführt worden und der hat dann angefangen, in dem Word-Prozess was zu tun, was nicht normal sein sollte. Und jetzt ist ja klar, was in den Telemetriedaten drin steht. Ja? Nein, das ist ATP. Ist ATP Teil des Betriebs? Das ist ATP, also wie gesagt, wenn ich ATP... Wenn du es verwendest? Ja, natürlich. Wenn du es verwendest, dann steht das nicht drinnen. Natürlich. Das meine ich damit, ja? Also es ist Teil der Telemetriedaten, die übertragen werden. Also da würde ich jetzt nicht mehr von Telemetriedaten reden, sondern zu dem Zeitpunkt, wenn du ATP auftragst, sammelt der das alles ein. Das hat mit Telemetrie nichts mehr zu tun, das sind dann Managementdaten. Daten. Managementdaten. Reiterei. Ganz kurze Frage zu dem Ding. Jetzt haben wir können wir im Nachhinein schon nachverfolgen, was ist da passiert. Im besten Fall passiert es. Können die Daten jetzt dann vom Defender Antivirus dann zukünftig verwendet werden und sowas im Vorhinein zu verwenden? Das wäre das Feature, wenn man dann eben sagt, da gibt es was dann, und ich weiß, dann wird das eingepflegt in den Windows Defender. Ja. Da kommen wir noch drauf. Ja, bitte. Das ist kein Logfile aus, wie gesagt, das ist der integrierte Microsoft Service, der das. Ja. Okay. Ja. Und ich habe eine zweite Frage, und zwar, es gibt ja seit gestern mehr oder weniger relativ bedenkliches Thema mit dem Windows Defender konkret. Ja. Mit allen Systemen von Windows 7 bis Server 2016. Ja. Inwieweit sind so Buffer-Overflows und so weiter in Zukunft irgendwie abgesichert im Windows Defender Server. Also ich will das jetzt nicht negativ hinstellen oder schlechteren, aber aktuell gibt es ein Thema, das einfach nur durch den Unifister, der was im Windows Defender drinnen ist, der was gleichzeitig überwacht permanent. Es reicht, dass man zum Beispiel ein Mail daher kriegt, das was man nicht einmal anklickt. Oder es geht einfach um den Code, der was. Ist aber schon gepatcht. Ich weiß, ja. Ich wollte nur wissen, wie das dann ausschaut in der Microsoft Cloud, wenn das auch Windows Defender-seitig aufgesetzt ist, betrifft das dann alle Systeme oder? Ich denke, der Punkt ist, es ist kein Windows Defender, das ist einfach ein ich sage jetzt mal vereinfacht ein Log-Aggregator, der drüber fährt mit Machine Learning und das auswertet. Das hat mit dem, nein, nochmal, ja. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Ich glaube, generell jetzt, wenn man den hauseigenen Tool-Scanner von Microsoft verwendet und der ist selber verwundbar, gibt es irgendwelche. Mitigierende Maßnahmen ist das Zauberwort. Ja gibt es sogar. Es gibt Control Flow im Betriebssystem einbaut, da sprechen wir nicht drin. Also sie haben es auch,
es würde nicht so weit ausbrechen können, dass er nochmal im Betriebssystem Sachen mit dem Controlflow, der einige Sachen rausgenommen hätte. Ist schon drin, ja. Also dein Zauberwort lautet mitigierende Maßnahmen, ja, und wird in der Reporting-Funktion erfüllt, weil dort musst du die nämlich im Rahmen einer, ja, wie nennen wir das jetzt, einer Informationssicherheitsdokumentation, wie so schön heißt, ja, erfüllen. Das heißt, dass es ein Risiko gibt, ja. Punkt. Das Risiko ist da. Ja, ja. Nein, das wäre ein Prozess absolut dazu. Ja. Und es gibt kein 100% sicheres System, auch nicht von uns. Wie gesagt, das ist Gott sei Dank schon gefixt worden. Also das, wenn ich dieses Update habe, geht es nicht mehr. War jetzt ein Tag theoretisch möglich. Absolut richtig. Ist so. Und das ist, wie gesagt, und das ist eben das Problem, in Anführungszeichen, warum es Defender, und das heißt jetzt alles Defender, aber ich sage, das kennt nichts und der schaut nach, ob was passiert. Und kann erst dann anschließend eingreifen, ja, über andere Wege. Das ist ja, ist ja kein Problem. Aber das Zauberwort lautet mitigierende Maßnahme. Ja, und das ist Teil der IT-Strategie, dass wenn du ein Risiko, es gibt ja dann die sogenannte Risk Return Decision, ja, mache ich oder mache ich es nicht, irgendwer unterschreibt und der taugt das Risiko. Sonst musst du die Finger davon lassen. Punkt. Ja. Dass du alles mitigieren kannst, das gibt es nicht de facto. Es würde aber heißen, dass die Advanced Threat Protection erkennen würde, wenn beim Defender was ausgeführt wird, das was nicht ausgeführt werden dürfte. Korrekt. Und man muss ja jetzt sehen, das ist Post-Breach. Ich meine, das macht er nicht real-time. Was jetzt passiert, der trägt mir das alles mit. Das wird aufgeschickt und wir gehen drüber und sagen, hey, das sind Sachen, das ist nicht normal. Und das wollen wir jetzt halt sagen und dann würde ich dann einen Alert kriegen nachträglich, absolut. Das ist das, was wir hier jetzt reden. Und das, was da kommt, das Konsole, Auswertung, das ist alles ein Cloud-Service. Am Client selber läuft nur der Agent, der schickt die Daten auf. Das ist. Gut, ich bin jetzt schon eins weitergegangen, eben zu dem Alert, was wir da vorher eben gesehen haben. Outlook, WinWord, und da ist eben der Token von, das kann man auch nochmal zeigen, wir hatten es hier, ist das WinWord noch im Medium gelaufen und dann ist er eben hergegangen und zu dem Zeitpunkt, das hast du auch kurz gezeigt in dem Video und hier sieht man, was er jetzt alles so dazu getan hat, also wie gesagt, WinWord ist jetzt ein System und darf alles machen. Gehen wir wieder zurück. Ups. So, dann sind wir bei diesem Geschichtel, wo wir gesagt haben, wir haben hier, da sehen wir nochmal das WinWord mit dem Token, da war der Alert und wenn wir jetzt da reinklicken, sehen wir genau, was unten passiert ist. WinWord hat in diese SV-Host-Datei jetzt einen Code eingepflegt. Und das ist jetzt, was verwendet wird und zu dem Zeitpunkt haben wir vorher gesehen, eben mit dem Stealth-Modus, das heißt, er hat sich jetzt versteckt da drin. Und wenn ich das nicht erkenne, alles, was jetzt danach passiert, passiert eigentlich wieder im normalen User oder im Kontext, was ein Admin normalerweise macht. Und da sehen wir hier, er ist jetzt, da müssen wir die Dinge geben, Moment, das ist ganz alt. Da haben wir jetzt diesen Alert und das ist neu, das ist auch dazu gekommen in der Creators Update, dass wir einen Prozess, Alert Process Tree haben. Und was wir jetzt hier sehen, wir haben, der Service ist dann über CMD, PowerShell und spricht eben mit Adressen. Und was wir jetzt anschauen werden, einmal, dass wir da sehen, dass er auf einem anderen Rechner und das SC, das ist auch wieder ein ganz normales Admin-Command, wo du einfach Services starten kannst, dass er jetzt schon auf einem anderen Rechner ist und startet da die Remote Registry, steht er da auf, automatisch. Er verankert sich im System. Da startet er das, da hat er da query, macht ein Registry Query und da sieht man dann eben, und das war ja deine Frage vorher, Firewall. Also da tragt er sich mal erst gleich mal seine Firewall-Regeln, die er zukünftig braucht, tragt er da schon über Rack ein. Und das sind wirklich Admin-Befehle. So, das wird nie mehr auftauchen. Ja. Also, sobald ich das vorher nicht gemerkt habe, ist es zu dem Zeitpunkt einfach vorbei. Und jetzt kann man auch noch aus Sicht hergehen, sagen wir, was ist mit der IP-Adresse?
Und dann stellen wir auf einmal schon fest, dass unser User, von dem wir reden, ist der auf einmal auf einem anderen Rechner drauf. Also zu dem Zeitpunkt wissen wir definitiv, da ist schon was passiert, der ist koppelt. Und dann schauen wir uns den Rechner an. Und das war jetzt auch wieder eins der neuen Features. Und jetzt könnte ich hergehen und Isolate Machine machen. Dann heißt das, zu dem Zeitpunkt nehme ich den vom, also ich nehme ihn nicht direkt vom Netz, ich mache ihm alles zu, der kann nur noch mit unserem Service reden und ist weg. Warum? Bitte? Nein, das ist, das, da trat die Firewall einfach dicht, dass der nur noch mit unserem Service reden kann, dass wir noch laufend Daten kriegen, was der da lokal weiter versuchen würde. Die, das andere würde eher über Regelwerke dann kommen, wo man sagt, wenn da was passiert ist, dass das dann durch Defender runtergeht. Das würde ich hier nicht machen. Ein anderer Punkt, das zeige ich vielleicht noch ganz kurz mit dem Investment Package. Wenn da jetzt ein File wäre, wo wir sagen, da ist was, aber man weiß noch nicht, dann kann man diesen Service auch nutzen, um das, wird der zu uns aufgeschickt und wird bei uns wieder in der Detonation Box gecheckt und gegen 60 andere Virenscanner auch noch. Das zeige ich dann, glaube ich, auch noch mal ganz kurz her. Gut, also wir haben den Rechner festgestellt, also den würde man da eben rausnehmen, weil wir wissen, dass da was gewesen wäre. So, und jetzt können wir noch Folgendes machen, wir können, und das ist auch neu, wir sammeln wirklich den User-Geschichten ein, und wenn wir jetzt nochmal auf das Datum zurückgehen würden vom 1. Februar, dann wird man noch feststellen, der würde noch, war auch schon, ist verwendet worden auf einer weiteren Maschine und da ist rückwirkend wieder festgestellt worden, wirklich eine bekannte Attacke, die Narrowblaze, die einfach auch Hacker verwenden, das sind Methoden, was die nacheinander versuchen, um eben auf Credentials zu kommen. Und genau das würde man hier auch finden. Du erfüllst also bis zu einem gewissen Grad eine Reporting-Funktionalität, genau, auch mit diesem Tool. Ne? Und jetzt hoffe ich, dass ich es mal richtig gemerkt habe. Das war der verkehrte, aber da würde man das sehen. Also ich könnte hier einen Fall, wenn ich jetzt einen Fall gefunden habe, dann würde ich mir sagen, der war suspicious, dann kann ich hergehen und das submitten. Dann geht das nimmt dieselbe Technik her, was wir vorher beim Office ATP gesagt haben. Detonation Box schaut dann rein, führt es aus. Und das ist jetzt auch neu mit Virus Total. Das ist eine Webseite, wo 62 Scanner drin sind. Da wird das gegen das auch laufen lassen und dann haben sie hier auch nochmal stehen, ob das ein Dev tendenzieller Virus-File ist oder nicht. Und das ist auch noch neu mit drin. Gut, das wäre es von meiner Seite. Die Office 365 jetzt gerade. Oh, jetzt hast du mich erwischt. Ja, das ist ja spannend. Das ist ja, ja spannend. Hast du recht. So, und jetzt weiß ich. Aber das wäre dann das Added Value, das ihr bekommt. Also wäret ihr jetzt Opfer einer branchenbezogenen Attacke, ja, dann könnt ihr über... So, das ist das Outlook-File. Genau. Was wir hier gesehen haben, er hat das ja aufgemacht und hat dann das Word-Dokument dann abgespeichert und jetzt in dem Fall, das ist eben neu, die Verbindung mit Office 365. Hier hat man gesehen, das haben wir ja ausgeführt und zwei weitere hätten dasselbe E-Mail gekriegt, das wäre schon geblockt worden, weil man eben durch die Sensoren, dass da was passiert ist, würde man das unterbinden oder anders gesagt, also ich wüsste, wenn das jetzt wirklich eine Mail war, das ist an 10.20 gleich gegangen über die Integration mit Office. Also wenn ich Office habe, Office 365 HTTP, würde man wissen, welcher User alles das Mail gekriegt hat und ich könnte da weiterschauen. Danke, hätte ich vergessen. Ah, bitte, Fragen machen wir die am Ende, weil es wir, uns drängt ein wenig die Zeit. Merken, wir canceln sie nicht, aber... Gut, sonst ja, wäre es jetzt von meiner Seite gewesen, also dass man mal gesehen hat, es wird immer schlimmer, komplexer, aber wie gesagt, wir haben die Methoden da drin, wie gesagt, Sie können selber alles nachschauen, wie gesagt, von IP, Service und wie gesagt, wir gehen da drüber und mit dem Algorithmus und wenn wir was finden, würden Sie da proaktiv alert oder alarmiert werden oder was Sie jetzt gerade gesehen haben, eben teilweise sind da auch sogar noch Artikel dahinter, was ist die, was du vorher gesagt hast, den so ein S mit S, da was sind. Da wird es dann einen fertigen Artikel geben, wo halt das macht er und das waren die Gegenmaßnahmen, das ist dann auch verlinkt drin.
Alles spielt zusammen, das hast du uns gezeigt. Office 365 ADB spielt zusammen mit Defender ADB und landet irgendwann einmal zukünftig, ja, langfristig mit ATA wird es auch noch gekoppelt. Ja. Also das wäre das Big Picture, das da im Raum steht. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zu dem Teil? Ne? Was brauche ich dafür, dass ich das machen kann? Und ich habe das zum Anlass genommen, so ein bisschen einen Feature-Vergleich gemacht zwischen was ist im Pro drinnen, was ist in der Enterprise-Version drinnen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt jeden Punkt diskutieren. Willst du wirklich jeden Punkt diskutieren? Nein. Was so spannende Sachen sind, ja, das sind zur Blockung von Windows App Stores oder wollt ihr nicht, dass auf den Firmenrechnern Netflix-Apps drauf sind, wo die Mitarbeiter dann während der Arbeitszeit Netflix schauen können. Geht in der Pro nicht, braucht die Enterprise dafür. Dass ihr mit den Telemetriedaten spülen könnt, dazu sage ich dann noch was. So Sachen wie BitLocker, wo ist in der Pro drinnen? Der Einbahn ist aber Enterprise-Funktionalität. Ich glaube, das geht um die Software-Assurance oder so irgendwas. Gell? Ja, da geht es um die Software-Assurance. Enterprise Data Protection, wie es auch immer vorstellen hast. Jetzt zeigt dann der Christian Windows Information Protection und der ATP. Das ist also ein Sonderfall. Natürlich ist er drinnen in der Pro, aber lizenzieren musst über E5, und zwar Windows as a Service E5. Und wie der Kollege schon sagt, da macht es keinen Sinn, dass ich Pro mache, dann kredite ich zu dem Zeitpunkt das Pro auf Enterprise auf. Ja. Weil ich muss also, die E5-Lizenz kaufen. Ist das jetzt was für Kleinunternehmen? Ja. Kannst du es noch ganz kurz mit zwei Sätzen erklären, warum? Genau das, was wir vorher gesagt haben, sobald mich die Datenschutzgrundverordnung trifft, und das ist eben 500 User oder 5000 personelle Daten von Kunden, dann muss ich Nachverfolgung machen können. Und Nachverfolgung, was wir heute gesehen haben am Client, kann ich nur sinnvoll mit dem ATP machen. Deswegen glaube ich, dass es für alle ein Thema sein wird. Oder er muss ja Alternativlösung. Muss ja Alternativlösung. Genau. Das ist das, was ich gemeint habe mit Blockung von Store-Apps. Ja, also zum Zeitpunkt, wo das schlimm worden ist, haben wir in Public Store ungefähr 160.000, 170.000 Apps dann gehabt. Wenn ich die Enterprise-Version habe, kann ich es blocken. Wenn nicht, nicht. Das Gleiche, es ist jetzt vielleicht also Datenschutz thematisch bedenklich, würde ich jetzt sagen, aber man hinterfragt es. Ja. Das ist die Einschränkung von der Cortana Search. Ich kann sie nämlich so konfigurieren, dass sie sich ausschließlich auf den lokalen PC beschränkt, wenn ihr was eintippt und sucht. Ansonsten wird es als ans Bing übertragen, als Cloud-Service übertragen und die kriegt quasi auch das, was im Internet dazu zu dieser Thematik gefunden wird. Wie ist es jetzt mit der Telemetrie? Das niedrigste Level an Telemetriedatenübertragung kriegt sie nur im Enterprise, in der Enterprise-Variante, wo man, also meines Wissens nach, weiß nicht, ob du da so tief drinnen bist, da schaut es morgen vielleicht rein um die Zeit, da ist dann der Kollege Schellenberger im Haus, der, glaube ich, mit Windows 10 schlafen geht, weil er sich so tief damit auseinandersetzt, also wo er dann sogar noch im Security-Level Informationen runterrücken könnt, indem ihr alternative, zum Beispiel einen alternativen Virenscanner habt, zwar dann folgt der Defender in einem passiven Modus und irgendwas mit einem Software-Deployment-Tool habe ich mal gelesen. Aber da können wir morgen noch fragen. Bei der Pro-Variante seid ihr immer auf Basic Health and Quality. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist mein Wissensstand, dass ich, wenn ich ATP verwenden möchte, dass ich Basic Health and Quality brauche. Also bitte mich nicht verklagen, wenn es nicht stimmt, ist mein Wissensstand. Und es soll eben genau aus dem Enterprise-Grund da eine Zwischenschicht reinkommen, dass ich da unterscheide. Kennst du mal, würde mich jetzt wundern, weil, wie gesagt, nochmal, das ist ein Service und der Service zeigt die Daten ab, der hat mit der Telemetrie nichts zu tun. Also das war mein Wissensstand. Werden wir morgen klassifizieren, vielleicht erfahren wir beide was. Ja. Gut. Ja, damit sind wir mit meinem Teil fertig und ja. Ja, ich denke mal, mein Mikrofon wird funktionieren. Gut, 9 Slides habe ich, ja. Wir sind gleich fertig. Und eine Demo. Windows Information Protection, da geht es jetzt darum, kannst du mir die scheiße nicht, um die Herausforderung, die man vielleicht eh kennt. Also, wer von euch kennt RMS? Rights Management Service, ja, also wie verhindere ich, dass firmeninterne Daten an falsche Leute gelangen, mehr oder weniger, ja.
Die Leute wissen teilweise nicht, dass es Firmendaten sind oder es ist ihnen wurscht. Sie schicken es an falsche Leute, sie schicken es an falsche Adressaten, speichern es falsch ab, sie speichern es in einer Private Cloud etc. etc. Das ist die Herausforderung, die sich hier stellt. Ja? Und mit Windows Information Protection gibt es da eine Lösung. Was gibt es jetzt derzeit für Lösungen? MDM, wer von euch hat MDM im Einsatz? Ehrlich? Auch so viele. Wirklich? Okay, spannend. Ja. Also jetzt bezogen auf mobile Geräte, ja, die meisten Lösungen machen dann irgendeinen Container, da habe ich quasi meine Firmendaten drinnen, da sind die Kontakte drinnen gespeichert und daraus kann ich nicht raus, beziehungsweise kann ich ins normale Gerät die Daten nicht übernehmen oder nur sehr schwer. Ist an und für sich eine sichere Lösung. Das Problem ist halt, das Arbeiten für den Enduser wird nicht gerade besser, ja, oder komfortabler. Ja. Teilweise können diese Lösungen auch normale Endgeräte mit abdecken, teilweise nicht. Ja. Das sind Zusatzkosten etc. etc. Gut, die internen Geräte, da war bis jetzt ADRMS oder Azure RMS das Tool der Wahl, wo ich quasi sagen kann, ich klassifiziere eine E-Mail, ein Word-Dokument, was auch immer was. Ja, der Administrator konnte auch zentral Regeln vorgeben, wie das zu gestalten war. Ja, speziell bei E-Mails, wenn es einen bestimmten Empfänger gibt, kann ich es quasi klassifizieren oder nicht. Auch da gibt es eine Menge Drittherstellerlösungen, die sich aber mehr oder weniger schlecht in das Betriebssystem integrieren. Ja. Und was jetzt da eben Windows Information Protection macht, ist, dass es seit 16.07 im Betriebssystem dabei ist. Das ist komplett transparent im Betriebssystem mit inkludiert. Ja. Das betrifft nicht nur den Windows 10 Client, das betrifft auch Windows 10 Tablets und dann auch Windows Mobile Geräte. Wie schaut es da eigentlich? Oh, lassen wir das, ja. Mit der Zukunft aus, ja. Also, ja, genau, HP hat, ja, genau, HP, ja. Also, ich hätte das quasi auf meinem Windows-Mobile-Gerät auch, ja. Und das Ganze hilft mir eben genau bei der Geschichte, die ich gerade gesagt habe. Also, ich kann den User davor schützen, mehr oder weniger, jetzt firmensensitive Daten an einem falschen Ort abzuspeichern. Sehr vereinfacht ausgedrückt, ja. Herr Schluger. Der Klaus lacht. Ja. Versehentlich. Doch. Das heißt, genau, du musst freundlich sein, wir dürfen die Wahrheit sagen. Das heißt, es geht hier wirklich darum, dass ich sagen kann, bestimmte Lokationen in meinem Netzwerk, Subnetze, Domänen etc. etc., ja, auch flexible Geräte, USB-Sticks und so weiter, sind geschützt, werden als Firmen intern oder extern angesehen. Und der Admin gibt quasi Klassifizierungen vor. Das heißt, er definiert dann in weiterer Folge auch die Applikationen, die damit arbeiten oder auch nicht. Ja, ich brauche keinen Client installieren, gar nichts, das ist im Betriebssystem dabei, ich brauche es einfach nur aktivieren. Und der Punkt ist jetzt, dass man das über sogenannte Policies macht. Das heißt, der Admin gibt vor, eben meine Domäne, wie heißt die, meine Netze, wie heißen die, damit ich interne von externen Netzen unterscheiden kann und welche Apps und Programme ich hier als Trusted oder Enlightened Programme vorsehe. Das heißt, welche Applikationen sind in der Lage, Daten aus Firmennetzwerken herunterzuladen, zu kopieren, was auch immer was. Ja, das Ganze wird identifiziert wirklich über Publisher Rules. Ja, da kann ich dann quasi wirklich sagen, der Edge-Browser mit dem Publisher und der Signatur ist zugelassen, das, was haben wir da, WordPad aber nicht, das Notepad aber schon, wir haben dann ein Demo mit diesem Beispiel. Und dann wird der User wirklich daran gehindert, jetzt quasi aus dem Notepad einen Text zu kopieren und ins WordPad hinein zu kopieren. Das geht dann einfach nicht. Ja? Für ein erstes Rollout ist es natürlich nicht gescheit, das für alle freizuschalten, weil wir wissen alle, das passt vielleicht am Anfang nicht. Das heißt, es gibt natürlich auch einen Audit-Modus, wo ich das im Hintergrund laufen lasse und dann die Telemetriedaten dazu auswerte, um mir anzuschauen, passt das überhaupt? Ja? Passen meine Regeln zu dem, was ich mir vorstelle? Würde der User Probleme haben und so weiter? Und im Endeffekt kann ich dann so weit gehen, dass ich sage, Endgeräte, die unter diesen Policies quasi unterjocht werden, sozusagen, deren Daten werden auf dem Endgerät auch verschlüsselt. Ja, das geht so weit, dass wenn dieses Gerät aus dem MDM wieder herausfällt, weil das ist nichts anderes als ein MDM in weiterer Folge, dann werden die Daten quasi dem User quasi so unter dem Hintern mehr oder weniger weggezogen, dass er nicht mehr darauf zugreifen kann. Ja, also wenn er quasi sein Gerät selber irgendwie aus der Domäne rausnimmt, wenn er das darf, oder aus dem Intune, wenn wir dann gleich sehen werden, rausnimmt, ist es verschlüsselt, er hat aber keinen Weg mehr darauf zuzugreifen.
Also es geht so weit auch, dass ich quasi die Daten unter Kontrolle habe, wenn das Gerät nicht mehr unter meiner Kontrolle ist. Solange das Gerät noch unter meinem Joch steht und jemand sich die Credentials nimmt, kann er natürlich die Daten nehmen. Er kann es aber nirgendwo anders hinspülen. Weil ich ihm das verbiete, ja. Aufgrund der Regel sage ich USB-Sticks, nicht, was auch immer was, geht gar nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit zu verschlüsseln, aber ja, er fängt nichts damit an. Ja? Genau. Gut, was für Möglichkeiten habe ich jetzt, Policies auszurollen? Also entweder man hat STCM ab der Version 15.11 oder höher oder Windows Intune. Also die Geräte, die quasi hier mitspielen wollen, müssen, sollen, dürfen, müssen im Intune ausgerollt sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche MDM-Policies machen muss, es dreht sich hier nur um Windows Information Protection. Gut, der Oliver ist mein Demo-Gott. Wir haben jetzt ein ganz einfaches Szenario, da gibt es einen Windows 10 Client, der befindet sich in einer Domäne und ist auch im Intune enrolled. Zeigst du mal kurz das Intune-Portal bitte her. Und da haben wir jetzt unter Policies Session Timeout, das ist klar. Okay, lass mal jetzt die Policy, ich habe meine Credentials jetzt nicht da, geh zum Client. Ihr habt es klar geredet. dieser Client ist jetzt enrolled, der hat eine Policy bekommen. Gehst du mal aufs Laufwerk L, Lab Files. Da gibt es einen Ordner SysInternals. Und da machst du das README auf mit dem Notepad. Ja? Ich habe definiert, dass das Notepad eine Trusted Application ist und dass das interne Netz eine Trusted Location ist. Das heißt, das Lab-Files-Laufwerk ist vom internen Netz, damit ist es eine Trusted Location. Und dieses, ich sage mal, Koffer-Icon, das ist, ja, was man da oben jetzt sieht, ja, das zeigt dem User an, dass quasi diese Applikation in der Lage ist, auf Work-Data zuzugreifen. Das ist eine Sache, die ich jetzt explizit eingeblendet habe. Man kann das auch ausblenden. Das heißt, der User weiß dann nicht, ist das jetzt, ist das nicht, kann ich da was machen oder nicht. Wenn ich es mit einem Word aufmachen wollen würde, würde ich es öffnen können, ich könnte aber nichts rauskopieren. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Ja? Genau, also probierst das einmal, kopierst einmal einen Text, machst ein WordPad auf. Ein WordPad habe ich jetzt nicht als vertrauenswürdige Applikation angesehen. Und dann sagt er, ja, schön, aber das sind Firmendaten, die darfst du dort nicht hineinpasten. Das geht nicht. Okay? Das gleiche kann man mit dem Browser spielen. Du hast im Explorer, im Quick Access noch die PDF-Files. Mach mal einen Explorer auf, den normalen File Explorer. Und oben im Quick Access machst eines von den, mach dieses, genau, Sticker, zwei Second Chance, genau, im Edge-Browser aufmachen. So, jetzt kopiere ich von da irgendwo einen Text. Auch hier bitte sieht man rechts oben in der Leiste, neben dem Favoriten-Button, ja, diesen Koffer, dieses Koffersymbol. Wahrscheinlich soll es ein Schloss sein, für mich schaut es aus wie ein Koffer. Work-Koffer, genau, ja, danke, das ist, das ist die Bento-Box. Die Bento-Box ist das, oder? Wo das Essen drinnen ist. Voll-Koffer, genau. Und jetzt kopiert er diesen Link, das kann er noch, weil das ist ein Trusted Application. Und jetzt geht er zum Google und sucht nach dem. Der ist offen, der Google. Genau, paste. Ja, leider nicht. Ja, warum? Weil Google nicht in einem Trusted Network ist. Okay? Ja, genau, er kann, machen wir das auch noch, ja. Er kann jetzt eine neue Notepad-Instanz aufmachen, kopiert das rein und speichert das jetzt ab, save, also File, save as. Und dann habt ihr da jetzt beim Saven auch File, nehmen dieses Work-Icon. Okay? Und jetzt könnte ich, habe ich hier nicht gemacht, jetzt könnte ich es auch als Personal abspeichern. Und sobald ich es als Personal abspeichere, kann ich natürlich damit machen, was ich möchte. Auch das könnte ich. Genau, auch das könnte ich bei Policy allerdings verbieten. Speichere es mal als Work ab, bitte. Also als Test. Als Work. Genau, und übers Test Text drüber schreiben. Ich habe das im Demo schon ausprobiert. Yes. So, jetzt gehen wir in Explorer hinein. Das sollte in Documents drinnen sein. Und da hat man jetzt dieses Icon.
Ja, das ist dieser Overlay. Der Overlay ist immer dieses Icon, dass es im Browser angezeigt wird, in der Applikation angezeigt wird, im File Explorer angezeigt wird. Und jetzt habe ich, genau, ja, so schaut ein Icon aus. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Und wenn man jetzt das Kontextmenü öffnet, Rechtsklick, der File Ownership sehe ich jetzt hier, das ist ein Work-File. Ja. Work ist ausgegraut, damit ist es Work. Jetzt könnte ich auf Personal umschalten, weil ich das eben nicht verboten habe. Ja. Und sobald ich auf Personal umschalte, kann ich damit machen, was ich will. Dann ist es keine Firmendaten mehr. Und wie gesagt, auch das könnte ich unterbinden, damit der User das nicht darf. Ja. Das sollte eigentlich unternehmensweit sein. Das sollte unternehmensweit sein. Also du, es ist so, dass diese Policy, die ich da gemacht habe, die ist quasi enrolled für eine Gruppe und in der Gruppe sind die Devices drinnen und nicht die User. Ja? Wenn das die Policy erlaubt, ja. Data at Rest Encryption ist es, ja? Es gibt aber auch die Möglichkeit, Windows Information Protection inzwischen schon auch mit Office 365 zu kombinieren, habe ich gelesen, ja? Wo du dann die SharePoint Libraries auch in diese VIP einbinden kannst und dann hast du es auch dort geschützt als Work oder Personal. Also hier das OneDrive verbissen und das wäre normal süchtig ja eigentlich als Offline-Kopie runter. Und dann hätte ich die Daten lokal verschlüsselt. Und dann ist eigentlich das Szenario, in dem es MIDI kommt, der kommt kein anderer, selbst wenn ich das Notebook Cloud hat oder ich gebe es, ich nehme einen USB-Stick, da würde ich es nicht rausbringen. Warum würde ich es nicht verschlüsseln? Warum? Weil wenn ich jetzt oben im SharePoint verschlüssel, dann kann ich nicht mehr indizieren. Dann habe ich kein Search mehr. Also da muss man sich schon jetzt wirklich die Szenarien anschauen. Information Protection ist das, dass am Client nochmal verschlüsselt ist, dass keiner nicht irgendwas umeinander kopieren kann oder zufällig aus Versehen mit USB jemand geben, wo es nicht geben soll. Und die Geschichte in der App-Integration, dass ich eben nicht kopieren, einfügen und so weiter kann. Würden genau. Wir es Data Loss Prevention ja, ein wenig in diese Richtung treiben, ja. Aber ihr vermeidet das Wort, gell? Nein, überhaupt nicht. Deswegen habe ich gesagt, wir haben ja ganzen Daten mittlerweile. Nein, ich meine jetzt für dieses Produkt, für Windows Information Protection. Es gehört da dazu. Datenkreislauf, okay. Nein, ich habe gesagt, wir wollen halt irgendwann kreieren ihren Datensatz und am Schluss muss ich sicherstellen, bis wer es direkt zutrifft, oder muss protokollieren. Und ein Thema ist, dass diese gewünschten Daten nicht ausbrechen, da ist Information Protection das Thema. Verschlüsselung ist wieder on top zu sehen, weil wenn ich gesagt, ich will es jetzt jemandem Kunden oder jemand anders geben, dann kommt auf einmal Verschlüsselung auch noch dazu. Und langfristig ist das Ziel, dass ich die Information Protection mit der Rights Management Protection kombinieren kann. Dann ist genau. Sogar das Gleiche. Genau, da kann ich dann nämlich Templates vorgeben, wo ich bestimmte Datentypen automatisch klassifiziere, etc. etc. Machst du fertig? Lessons learned? Haben wir ja, oder? Ich habe nichts gelernt. Gut, also im Prinzip, wir haben uns angeschaut, die neue Datenschutzverordnung. Ja. Ich wollte noch ein Thema dazu sagen. Ich finde es interessant, dass es jetzt eine EU-weite gibt, weil bisher war das alles lokales Recht. Ja. Ja. Also so offensichtlich hatte ich da irgendwer ganz oben durchgesetzt, dass es jetzt von der EU kommt. Wobei, das Land da nur aus. Ja, okay, ist ja eine Rahmenvereinbarung, aber der Rahmen ist sehr hoch gesteckt schon. Ja? Gegenüber früher ist der Rahmen hoch gesteckt. Ja. Gut, ganz genau haben wir gesehen, Windows Defender ATP. Ja? Was kostet es eigentlich? Das ist E5, oder? Es ist in Windows E5 drin, es ist im SPE5 drin. Was ist SPE? Secure Protective Enterprise. Da ist man dann absolut glücklich. Also da kann man ruhig Raumschiff Microsoft. Also ich glaube, wir haben da jetzt andere Ansprüche an Glücklichkeit, aber lassen wir das ja. Da Steak, Bier und so. Absolut richtig, aber das SPE, da wäre Office
Office 365 mit U15, also Office 365 hat jetzt auch einige separierte Security-Produkte und sind auch wieder zwei neue gelauncht worden. Dann ist die Enterprise Mobility Suite mit allen Security drin und dann wäre das Windows mit ATP drin. Das ist das ganz große oder einzeln. Im E5. Also im Windows. E5 Windows as a Service, ne? Okay. Ja, so. Wo du das dann kaufen möchtest, im Enterprise Agreement oder beim Partner deiner Wahl, der CSP zur Verfügung steht, da kriegst du das. Kostenpreise, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Weiß ich auch nicht. 14 Euro pro Monat. Was eigentlich unter dem Tisch gefallen ist, was wir eigentlich auch ganz kurz sagen wollten, seit Windows 16.07, wenn ihr Windows 10 Pro habt, braucht ihr, wenn ihr auf Enterprise upgradet, keine Binaries mehr nachinstallieren, sondern ich brauche immer nur den Key austauschen. Ja. Und den bekomme ich zum Beispiel bei Windows as a Service. Ja, also es ist einfach nur der Austausch eines Keys und ich habe eine Enterprise Edition. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Jederzeit möglich. Das jederzeit möglich, ja. Ohne ab 16.07. Ja, es wird einen Tech Insider geben im Juni mit unserem geschätzten Kollegen, dem Suha. Ja. Der macht SQL R Services, was auch immer das ist. R ist ein Mathematikprogramm. R ist ein Mathematikprogramm. Ich bin kein SQL-Mensch, ja. Sie verbinden beides, ne? Also SQL und R, Statistik, Mathematik. Und da macht der Suha einen netten Tech Insider drauf. Ist sicherlich was Spezielleres. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist jetzt, was haben wir? Heute 8, dreiviertel 8? Dreiviertel 8, gut gearbeitet. Steak und Bier wartet schon.